Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine kleine Anmaßung, dass ich hier als Erster spreche, denn ich bin selbst hier nur Gast. Mein Name ist Johannes Heindl, ich bin der deutsche Botschafter. Aber in meiner Gastrolle sozusagen freue ich mich sehr, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich besonders, Sie, Professor Fratscher, den Präsidenten des Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien, begrüßen zu dürfen. Die Wirtschaftsuniversität Wien und wir hatten unabhängig voneinander dieselbe Idee, Sie nach Wien einzuladen. Herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Sausgruber, und an Ihre Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende und wirklich freundschaftliche Zusammenarbeit und dafür, dass Sie diese Räume für diese gemeinsame Veranstaltung uns zur Verfügung gestellt haben. Verteilungskampf heißt das Buch, das Professor Fratscher Anfang des Jahres veröffentlicht hat. Unter einem so kämpferischen Titel ist es kein Wunder, dass dieses Buch in Deutschland sehr umstritten war. Der Untertitel fasst prägnant zusammen, worum es in diesem Buch geht. Untertitel lautet: Warum Deutschland immer ungleicher wird. Begründet wird diese Behauptung mit einer Fülle von Fakten und Zahlen und sie führen nach Professor Fratscher stark vereinfacht zu folgendem Befund. Für mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer sind die Reallöhne gesunken. Die Wohlstandsschere in der deutschen Gesellschaft öffnet sich immer weiter. Die Aufstiegschancen der sozial schwachen Schichten verschlechtern sich. Und diese Entwicklung wird noch dazu durch das Bildungswesen zementiert. Die Herkunft bestimmt maßgeblich die Bildungs- und Karrierechancen. Diese Thesen sind, wie man sich unschwer vorstellen kann, nicht unwidersprochen geblieben und haben zu Kontroversen geführt. Es wird auf Studien verwiesen, denen zufolge die Ungleichheit in Deutschland im Vergleich zu anderen OECD-Staaten weniger stark ausgeprägt ist und sich die Wohlstandsschere eben nicht weiter geöffnet hat. Professor Fratschers Thesen sind also kontrovers und gerade deshalb lohnt es sich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie auch aus österreichischer Perspektive zu diskutieren. Das werden unter der Leitung von Professor Badelt, Frau Magister Meyerhuber und Professor Altzinger machen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Herzlichen Dank. Gut, also mein Name ist Rupert Sausgruber. Ich freue mich, Sie im Namen des Departments für Volkswirtschaftslehre zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ich darf das Lob übrigens auch weitergeben an Herrn Willi Altzinger, der als maßgeblicher Mitverantwortlicher hier und Leiter des Instituts für Economic Inequality diese Veranstaltung organisiert. Beim Herrn Fratscher sind mir drei Dinge eingefallen, die im Zusammenhang mit unserem Department erwähnenswert sind. Das erste ist, Sie forschen zu Ungleichheit und das ist ein Forschungsschwerpunkt bei uns am Department. Wir haben das institutionalisiert durch ein Institut für Economic Inequality, das sehr erfolgreich ist, das sehr umtriebig ist und wir sind sehr froh, dass wir Sie hier haben. Das zweite ist, Sie stehen für eine Kooperation mit einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Sie leiten dieses Wirtschaftsforschungsinstitut, Sie sind aber auch Professor an der Humboldt-Universität. Und das ist ein Erfolgsprogramm, das wir auch kopieren. Unser Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich ist ein ehemaliger Professor an unserer Universität. Immer noch, entschuldigen Sie. Und wir haben auch institutionalisierte Kooperationen und wir leben das als ein sehr erfolgreiches Modell. Und das Dritte, was ich über Sie sagen kann, Sie sind ein extrem erfolgreicher, engagierter Forscher. Sie sind extrem gut ausgebildet und Sie machen nicht nur Basisforschung im Wissenschaftsbetrieb, sondern auch angewandte Forschung. Sie machen genau das, was wir in der Lehre und in der Forschung vermitteln wollen. Und das ist unsere Basis in der Lehre. Wir sind die größte Ausbildungsstätte für Ökonomen in Österreich. Wir haben sehr viel Zulauf. Und unser Konzept für die Lehre ist, angewandte Forschung, forschungsbasiert und problemorientiert Wissen zu vermitteln. Dafür stehen Sie und insofern bin ich sehr dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin jetzt der Letzte, der Sie abhält, den Vortrag vom Herrn Fratscher zu hören. Mir wurde die Aufgabe übertragen, heute hier als Moderator tätig zu sein. Ich möchte zuerst ein paar Worte zu Herrn Fratscher selbst sagen, wobei er ja in Wahrheit durch sein Buch auch in der einschlägigen Szene in Österreich schon bekannt ist. Er hat in Kiel, Oxford, Harvard und Florenz studiert und ist dann eigentlich in mehreren Teilen der Welt, in mehreren Kontinenten beruflich tätig gewesen. Einerseits bei so etablierten Organisationen wie der EZB oder der Weltbank, andererseits aber auch am Harvard Institute for International Development in Jakarta. Und er ist eben seit kurzem Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und als solches bin ich sehr froh, ihn hier zu haben. Und jetzt spreche ich nicht durch meine
Brille oder durch meine Perspektive als WU-Professor, sondern als Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, weil wir auch mit dem DIW eine sehr erfolgreiche und schöne und langjährige Kooperation unter anderem über die deutsche Gemeinschaftsprognose etc. haben. Insofern freue ich mich sehr und möchte mich bei dir, lieber Willi, auch sehr herzlich bedanken. Erstens über die Initiativen und die vielen Aktivitäten des Forschungsinstituts für Inequality. Und andererseits auch für die beharrliche Initiative für diese Veranstaltung, denn, wie man weiß, Zeit ist ein knappes Gut und niemand weiß das besser als der Herr Fratscher und dann auch der Herr Altzinger, wenn es darum geht, den Terminkalender von Herrn Fratscher mit den Raummöglichkeiten an der WU und so weiter zusammenzubringen. Also das war schon irgendetwas Besonderes, das war schon wirklich etwas Besonderes, was immer das jetzt war. Aber ich möchte schon noch etwas sagen. Ich bin einfach sehr froh, dass an der Wirtschaftsuniversität genauso wie auch am WIFO Verteilungsfragen eine ganz prominente Rolle in der Forschung spielen. Und zwar auf eine Art und Weise in der Forschung spielen, sodass diese Diskussion sich nicht nur in akademischen Fachjournals abspielt, sondern eben auch hineinwirkt in die öffentliche politische Diskussion. Ob das sehr viele Auswirkungen hat, ist dann ein anderes Thema, aber auf das kommen wir dann vielleicht in der Diskussion noch zu sprechen. Ich glaube einfach, dass Verteilung einer der besten Beispiele dafür ist, dass die großen wirtschaftlichen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, aber eigentlich auch weltweit haben, gleichzeitig auch soziale Probleme sind. Und man kann jetzt darüber debattieren, ob das, in welcher Richtung das eine das andere beeinflusst. In Wahrheit sind sie nahezu ident. Und es hängt sich daher am Verteilungsthema sehr viel auch dran, was die grundsätzliche Frage der Zukunft unserer Wirtschafts- und daher auch unserer gesellschaftspolitischen Systeme betrifft. Denn wie wir alle wissen, es ist ja nicht damit getan, in irgendwelchen Statistiken irgendwelche Gini-Koeffizienten oder sonst was festzustellen, sondern es ist schon so, dass in der Gesellschaft zunehmend Menschen unzufrieden sind, frustriert sind über das, was wir in unserer Ökonomensprache als Ungleichheit bezeichnen. Und was sie dann wirklich als solches empfinden, darüber möchten wir ja dann auch noch diskutieren. Insofern freue ich mich, dass diese Veranstaltung heute hier auch ein Symbol der Kooperation zwischen dem WIFO und der WU ist, die es auf verschiedenen Ebenen gibt. Und ich freue mich auf einen spannenden Abend und ich danke Ihnen, Herr Fratscher, dass Sie trotz Ihres engen Zeitkalenders hergekommen sind. Ich muss ihn jetzt schon verteidigen und um Entschuldigung bitten. Er ist genauso knapp eingeflogen, wie er hinausfliegen muss. Das heißt, er muss dann ungefähr um 19.40 Uhr die Räume wieder verlassen, er ist eh mutig und risikoavers. Ich hätte mir das nie getraut, weil seine Maschine geht um 21.05 Uhr. Aber bitte, Sie sind der risikoaverse Mensch und Sie sprechen jetzt über die Verteilungsfragen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Abend. Freut mich sehr, hier zu sein. Ganz vielen Dank Ihnen allen für die freundliche Einladung, für die freundliche Einführung. Ich entschuldige mich erstmal, dass ich wirklich nur so knapp da bin. Ich würde eigentlich gerne länger da bleiben, gerne mit Ihnen auch den Dialog suchen. Aber so ist es. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Kurt Tucholsky. Der schrieb, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Das hat er 1931 geschrieben, als eine Rezension auf über ein Buch von Hans Fallada zu Bauern, Bonzen und Bomben. Da geht es in diesem Buch um einen Volksaufstand in Neumünster in Norddeutschland von Bauern, die sich gegen das System auflehnen, beklagen über Ungleichheit, über schlechte Behandlung. Und wenn man die Deutschen heute fragt, in Umfragen sagen ihnen 70% der Deutschen, die soziale Ungleichheit ist zu hoch, sie ist exzessiv. Und im Zusammenhang mit dem Buch, wenn ich mit Menschen diskutiere, sagen mir viele, das ist völliger Quatsch, uns Deutschen geht es doch ganz hervorragend, uns geht es super, wir sind der europäische Superstar. Schauen Sie sich doch mal die Fakten an, die Tatsache, die Wahrheit, wie es ist. Wir haben eine rekordniedrige Arbeitslosenquote, so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Viele Menschen stehen heute besser da und schauen sich die Exporte an. Deutschland ist Exportweltmeister, diese riesigen Überschüsse von 270 Milliarden Euro an Exporten. Und der Staat, der deutsche Staat ist doch unheimlich solide, macht Überschüsse seit 2012. Also es kann doch gar nicht sein, dass es uns schlecht geht, sondern das ist alles Quatsch. Deutschland ist ein sozial sehr ausgewogenes Land, uns geht es hervorragend. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht und sind auf einem guten Weg. Ist das so? Und
vielleicht am Ende können wir über diese Frage diskutieren. Wer liegt denn eigentlich falsch mit seinen Gefühlen? Sind das die Menschen, die fühlen, 70% fühlen sich, die soziale Ungleichheit ist zu hoch? Verstehen die das einfach nur falsch oder ist vielleicht doch was dran an diesem Gefühl? Und das ist, was mich umtreibt, auch in der jetzigen Diskussion. Man kann natürlich über Trump reden und die Frage, wieso ein Donald Trump gewählt wurde. Meiner Ansicht nach hat das viel mit dem Thema soziale Ungleichheit zu tun. Man kann fragen, wieso die Briten sich gegen die EU ausgesprochen haben. Liegt das wirklich an einer Wahl gegen Europa oder war das nicht vielmehr eine Wahl gegen das Establishment, gegen die einheimische wirtschaftliche und politische Elite? Das sind die Fragen und ich glaube, viele der Themen, viel von dem, was in Großbritannien diese Entscheidung getrieben hat, viel von dem, was in den USA die Wahl von Donald Trump getrieben hat, ist auch in Deutschland und Österreich präsent. Nämlich eine zunehmende Polarisierung, ein Verteilungskampf, so wie ich es nenne, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie werden abgehängt. Sie haben nicht wirklich eine Chance, mit der eigenen Hände Arbeit für sich zu sorgen. Und für mich ist das wirklich das zentrale Thema unserer Zeit. Gerade mit Digitalisierung, gerade wenn Sie in die Zukunft schauen, wird das Thema nochmal in Bedeutung gewinnen. So viel zur Einführung. Jetzt möchte ich so ein bisschen, um Sie in das Thema reinzubringen, mit Ihnen ein kleines Quiz machen und Sie fragen, wenn Sie sich Länder wie Deutschland oder Österreich anschauen, wie glauben Sie, ist die Vermögensverteilung, die Verteilung der privaten Vermögen? Dazu gehören Erspartes auf dem Sparkonto, dazu gehören Aktien, dazu gehören Eigenheim, eine Immobilie, dazu gehören auch Hausrate, also wie ein Auto würde auch dazu gehören, abzüglich von Schulden, also Nettovermögen. Was glauben Sie, wie viel haben die unteren 20% in Österreich, von dem gesamten Kuchen? Sind das 20%, sind das 10%, sind das 15%? Was würden Sie raten? 1%. 2? 3? Gut. Das ist die Verteilung. Sie lagen mit 3% gar nicht schlecht. Das ist eine Umfrage zugegebenermaßen für die USA. Das ist nicht für Deutschland oder Österreich, aber die Umfragen, die wir haben zu unseren beiden Ländern, sind sehr, sehr ähnlich. Also das zeigt im Prinzip, was die Menschen denken. Das ist eine repräsentative Umfrage, kommt von Dan Ariely. Also die Menschen glauben im Durchschnitt, 58% gehen an die oberen 20%, 3% gehen an die untersten 20%, zweite 20%, 20% und so weiter. Das ist also, was Menschen glauben. Was wir haben, und das ist die Realität, wie die Verteilung wirklich ist. Dann sehen Sie, die unteren 20% haben 0,1%. Die nächstunteren 20% haben 0,2%. Und nochmals, es ist sehr ähnlich in Deutschland und in Österreich. Die unteren 40% der Menschen in unserem Land haben praktisch kein Nettovermögen. Sie haben nichts auf der hohen Kante, nichts, was sie erspart haben, nichts, wofür sie im Alter, worauf sie sich verlassen können, haben letztlich kein Vermögen. Die oberen 20% haben knapp 84%. Deutschland, Österreich, die oberen 10% haben fast zwei Drittel, ungefähr 65%. Das zeigt so die Vermögensverteilung. Und das zeigt zum einen mal, wie eigentlich auch die Wahrnehmung falsch ist, ja? Was die Menschen glauben, wie es ist. Also können wieder das Zitat von Tucholsky zurückkommen, die Menschen oder das Volk versteht das meiste falsch. Also die Fakten sind ein anderer, aber in dem Fall wird die wirkliche Ungleichheit unterschätzt. Und das ist natürlich die Frage, die dritte Frage, was wünschen sich denn die Menschen? Wie sollte denn die Verteilung sein? Und das ist, was die Menschen sich wünschen, was sie sagen, das empfinden wir als fair, als gerecht. Die oberen 20% bei knapp 32%, die unteren 20% immer noch bei 10%. Und da sehen Sie die zweite Lücke, nicht nur eine Wahrnehmungslücke, sondern auch die Wunschlücke, das, was man sich wünscht, was man als oder eine Gerechtigkeitslücke, wie man es gerne haben möchte. Und ich glaube, das ist wichtig, so im Hinterkopf zu haben. Wir verstehen häufig gar nicht, wie die Verteilungen sind. Vielleicht spüren wir es richtig, aber es ist häufig anders oder in dem Fall jetzt noch größer, wie die wirkliche Ungleichheit ist. Und das, was gerecht ist, was wir uns als Gesellschaft wünschen, ist nochmal was anderes. Also damit so ein bisschen der Einstieg zur Vermögensverteilung. Und ich möchte über drei Ungleichheitspuzzle reden, die in Deutschland zutreffen. Ich muss gestehen, ich weiß
nur begrenzt viel über Österreich. Viele der Grafiken, viele der Analysen, die ich im Buch gemacht habe, hat auch Daten für Österreich. Viele Punkte sind sehr, sehr ähnlich auch für Österreich, aber die beiden Diskutanten werden da sicherlich noch mal ins Detail gehen. Also Deutschland ist das Land mit der höchsten Ungleichheit bei privaten Vermögen in der gesamten Eurozone. In keinem Land ist es größer. Übrigens Österreich liegt fast gleich auf. Also Deutschland und Österreich haben die höchste Ungleichheit bei privaten Vermögen. Was viele überrascht und sagen, wie kann denn das sein, dass die Ungleichheit in unseren beiden Ländern so groß ist? Und es hat verschiedene Faktoren. Wie gesagt, 40% der Menschen, die unteren 40% haben praktisch kein Nettovermögen. Hat verschiedene Faktoren. Es liegt einmal an der Wirtschaftsstruktur. Die Wirtschaftsstruktur unserer beiden Länder, dass die Wirtschaftsstruktur halt sehr, sehr stark von mittelständischen Familienunternehmen getragen wird. Ja. Also unheimlich viel Vermögen ist in der Hand von Familien, in der Form von Familienunternehmen. Das zeigt schon die erste Problematik, nämlich dass Ungleichheit per se weder gut noch schlecht ist. Wir können nicht sagen, das ist schlecht, das ist zu hoch oder das ist falsch. Man kann sagen, wir empfinden das vielleicht als unfair. Aber wirtschaftlich gesehen ist die Frage doch, was passiert mit dem Kapital, was passiert mit dem Vermögen? Und wenn ein Familienunternehmen gute Jobs schafft, viel investiert, gute Jobs, also mit gutem Einkommen, sichere Jobs, mit einer guten Perspektive schaffen, dann ist das doch prinzipiell gut. Also eine hohe Vermögenskonzentration per se ist jetzt erstmal wirtschaftlich gesehen nicht negativ, sondern kann auch wirklich ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Gerade für die deutsche Volkswirtschaft war es ein Erfolgsfaktor oder ist es ein Erfolgsfaktor, diese Struktur zu haben. Zweiter Grund für diese hohe Konzentration liegt auch an der Tatsache, dass unsere beiden Länder übrigens, aber Deutschland noch mal ein bisschen stärker, Vermögen sehr gering besteuert, aber Einkommen auf Arbeit sehr stark besteuert. Also hier findet eine relativ klare Unterschiede statt in der Besteuerung. Deutschland besteuert Vermögen mit ungefähr ein bisschen weniger als 1% der Wirtschaftsleistung. Großbritannien, Frankreich ist es ungefähr 4-mal so viel. Also die Menschen, die viel haben, viel Vermögen aufbauen können, vererben das auch in der Regel. Deutschland und Österreich ist ähnlich, ist ungefähr 1/3 des gesamten privaten Vermögens wurde einmal vererbt. Haben die Menschen also geerbt von ihren, in der Regel von ihren Eltern. Ja, das zeigt, wie bedeutsam, wie wichtig diese Vererben sind. Wir wissen auch, Erbschaftssteuer in vielen Ländern wurde abgeschafft. In Deutschland ist es praktisch abgeschafft für die Menschen, die sehr hohe Vermögen erben, Familienunternehmen erben, die in der Regel weniger als 1% Erbschaftssteuer zahlen. Die geringe Vermögen erben von 500.000 Euro, also in der Form von Geld oder Aktien oder was auch immer, oder eine Immobilie, zahlen im Durchschnitt 10% Erbschaftssteuer. Also auch hier sieht man, also Steuern ist sicherlich eines der Themen. Es gibt einen dritten Grund, den ich nennen möchte. Wir sparen extrem schlecht und das ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Wir sparen schlecht, heißt wir sparen in einer Form, die sich nicht wirklich rechnet. Der typisch Deutsche, in Österreich ist glaube ich ähnlich, hat sein Geld auf dem Sparkonto. Und wir wissen alle, bei der Nullzinsphase im Augenblick kriegt er dafür nichts. Verliert er sogar an Geld, verliert er an Kaufkraft. Wir haben eine sehr geringe Immobilienquote in beiden Ländern. Nur knapp 40% der Deutschen haben ein Immobilieneigenheim. In Südeuropa sind das 80, sind es zum Teil 90%. Und Immobilieneigenheim kann eine extrem gute Anlageform sein, weil sie sehr wertstabil ist, weil sie gerade im Alter die Nutzung ermöglicht, aber auch nochmal eine Liquiditätsreserve darstellt und sehr wertstabil ist, auch gerade in diesen Phasen, wie wir im Augenblick haben, wo der Zins im Prinzip sehr niedrig ist. Und wir haben auch sehr geringe Aktienquote, also sehr wenig Menschen, weniger als jeder 10. Deutsche hält Aktien. Und das heißt, gerade in diesen Zeiten, dass sich Sparen eigentlich nicht lohnt. Wir verlieren sogar im Prinzip von der Kaufkraft her was auf unserem Konto. Vierter Punkt zum Vermögensungleichheit liegt bei der Frage, müssen wir denn viel sparen? Und so die Kritiker in Deutschland sagen, ja, aber das ist ja völlig unwichtig, wie viel Vermögen jemand hat, denn wir haben doch einen ganz tollen Sozialstaat mit einer ganz tollen Rentenversicherung, gesetzlichen Rentenversicherung. Und deshalb muss ich als Mensch auch gar nicht, als Bürger in Deutschland gar nicht so viel sparen, weil ich kriege ja, habe ja eine ganz tolle Krankenversicherung, kriege eine großzügige Rente im Alter. Ja, da fängt es dann halt an, wie großzügig ist denn wirklich die Rente im Alter? In Deutschland ist es im Augenblick 48% ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens, was sie nachher als Rente bekommen. Sie kriegen vielleicht die Diskussion im Augenblick mit, das wird massiv absinken durch die demografische Entwicklung, aber selbst 48% ist nicht wirklich viel. Wenn Sie 2.000 Euro Lebenseinkommen im Durchschnitt hätten, kriegen Sie weniger als 1.000 Euro nachher raus. Also auch da würde ich sehr bezweifeln, dass das wirklich ein guter Grund sein kann, wenig Vermögen aufzubauen. Also das ist das erste Puzzle. Das zweite Puzzle ist ein Einkommenspuzzle und
Jetzt habe ich diese Grafik gar nicht erklärt, ich werde sie nur ganz kurz erklären. Die zeigt, private Vermögen sind sehr wohl gestiegen. Das ist die grüne Linie hier, also seit 1950 öffentliche Vermögen sind eher geschrumpft. Also ist vieles Privatvermögen da, aber es ist halt sehr konzentriert. Zweite Puzzle geht zu der Einkommensentwicklung. Und hier ist die Kontroverse gerade in Deutschland sehr groß, dass viele sagen, ja, aber eigentlich ist doch die Einkommensungleichheit in Deutschland gar nicht so groß im internationalen Vergleich, wenn man Transferleistungen des Staates mit berücksichtigt, Steuern mit berücksichtigt, also das verfügbare Einkommen. Das ist diese blaue Linie hier. Da sehen Sie, die liegt ungefähr bei 0,29. Das ist der Gini-Koeffizient, also eine höhere Zahl ist mehr Ungleichheit. Und da liegt Deutschland ungefähr im Durchschnitt der OECD, dann ein klein bisschen drunter. Jetzt kann man sagen, okay, also es gibt einen großen Sozialstaat, der viel umverteilt, verfügbare Einkommen, das, was die Leute nachher in der Tasche haben, ist im Durchschnitt von den OECD-Ländern. Aber die Frage, ist das wirklich das relevante Maß und wie hat sie sich über die Zeit entwickelt? Das relevantere Maß in vielerlei Hinsicht ist das hier oben, die obere rote Linie, das ist das Markteinkommen, also das, was Sie letztlich durch Ihre Arbeit erzielen können, bevor Sie Steuern zahlen, bevor Sie Transferleistungen bekommen. Und hier liegt Deutschland und liegen auch Österreich relativ weit oben, im oberen Drittel der Verteilung unter den Industrieländern. Also hier ist die Ungleichheit sehr viel höher und sie ist über die Zeit gestiegen. Zweiter Punkt, der immer viel kritisiert wird, ist, ja, seit 2005 ist das doch nicht schlimmer geworden. Da ist sogar die Einkommensungleichheit ein bisschen geschrumpft in Deutschland. Wieso regen wir uns auf? Das ist doch jetzt alles gut, es entwickelt sich doch hervorragend. Und mein Punkt dazu ist, wieso nehmen wir 2005? Wieso nimmt man den historischen Höhepunkt und sagt, seit dem historischen Höhepunkt ist alles besser geworden oder ist es nicht schlimmer geworden? Und da muss man sich halt ein bisschen die langfristige Entwicklung anschauen. Und ich werde nur ein paar ganz wenige Folien zeigen und sagen, wie war das denn vor 20, vor 40 Jahren? Und hier sieht man, dass die Lebenseinkommen für Menschen, dass hier die Ungleichheit massiv zugenommen hat. Wenn man also beispielsweise mal sich fragt, wie ist das Lebenseinkommen eines unter 40-Jährigen und wie hat sich das seit den 70er Jahren entwickelt, also die Generation unserer Eltern. Und dann sieht man, das ist diese schwarze Linie unten, diese dunkle Linie, dass sich die Ungleichheit der Lebenseinkommen bis zum 40. Lebensjahr seit den 70er Jahren mehr als verdoppelt hat. Das können Sie gleich mit bis 50, bis 60 machen. Also wir sehen, dass über die lange Frist sich die Ungleichheit massiv auch bei den Einkommen erhöht hat. Hier, das sind Lebenseinkommen, also die verfügbares Einkommen, also auch Transferleistungen mit berücksichtigen. Und dieser lange Trend, lange Frist geht massiv nach oben. Jetzt die Frage, was ist denn eigentlich relevant? Ist es das Markteinkommen oder das verfügbare Einkommen, also nach Transferleistung? Und ein Kritikpunkt vieler ist, ja, der deutsche Sozialstaat ist doch groß. Der bietet doch eine ganz tolle Absicherung. Wir haben doch wirklich einen ganz, ganz tollen, großen Sozialstaat, der viel Sicherheit bietet. Und als ich geschrieben habe im Buch, die soziale Marktwirtschaft in Deutschland existiert so nicht mehr. Sie erfüllt nicht das Ideal, das sie ursprünglich hatte. Viele Menschen das als Tabubruch gesehen, haben gesagt, wie können Sie sowas sagen? Wie können Sie sagen, die soziale Marktwirtschaft existiert nicht mehr? Der Sozialstaat macht doch viel Umverteilung. Und die Antwort darauf, dass es ein völlig verqueres Verständnis der sozialen Marktwirtschaft ist. Die Definition einer sozialen Marktwirtschaft, so zumindest wie die Gründer es damals definiert haben, war ja eine funktionierende Marktwirtschaft mit einer sozialen Absicherung, aber, und das ist das zentrale Element, mit viel Eigenverantwortung. Das ist ein Zitat von Ludwig Erhard, der sagte, das mir vorschwebende Ideal beruht auf der Stärke, dass der Einzelne sagen kann, ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Und das sieht man gerade auch in den Markteinkommen, dass die massiv auseinanderlaufen, dass die Löhne auseinanderlaufen und über die Zeit größer geworden ist. Das zeigt nochmal eine Verteilung über die Jahrzehnte, wieder nach Geburtenjahrgängen, nach Verteilung, also P20 sind die mit den unteren 20% der Einkommen, P80 mit den oberen 20% und P50 der Median, also in der Mitte. Und da sieht man sehr schön, wie das seit den Geburtenjahrgängen 1950, also die 80er, 90er Jahre gerade im Arbeitsmarkt waren, massiv auseinandergelaufen ist über die Zeit. Also hier ist die Ungleichheit sehr stark gestiegen.
Wenn man über Eigenverantwortung spricht, dann ist es die Frage, was heißt denn Eigenverantwortung? Eigenverantwortung heißt doch, dass ich mit der eigenen Hände arbeite, wie er es definiert, aus eigener Kraft mich bewähren kann. Also wirklich eine Chance habe, mich hochzuarbeiten, wenn ich mich anstrenge, dass es sich wirklich lohnt, dass ich ein gutes Einkommen habe, gutes Auskommen habe, dass ich für die Familie mitsorgen kann. Das ist die Definition. Und das ist das dritte Puzzle in Deutschland, das dritte Ungleichheitspuzzle, nämlich dass die soziale Mobilität, die Chancengleichheit abgenommen hat und relativ gering ist im internationalen Vergleich. Also in Deutschland ist es ungleich schwerer, wenn Sie gerade in eine sozial schwache, bildungsferne Familie geboren werden, einen guten Bildungsabschluss zu bekommen, eine gute Ausbildung zu bekommen, einen guten Job mit einem guten Einkommen und sich besser zu stellen als die Eltern. Also in Deutschland ist es ungleich schwerer als in den meisten anderen Ländern. Und wie gesagt, ich will Ihnen nur ein paar ganz wenige Beispiele geben. In Deutschland ist das Einkommen stärker abhängig vom Einkommen und Bildungsgrad der Eltern als selbst in den USA. Und das ist diese Grafik, die zeigt auf der linken Seite, das sind Eltern oder Väter, genau gesagt, in dem Fall sind es Väter und Söhne, wo der Vater zu den einkommensstärksten 25% gehört hat, wozu gehören die Söhne? Und die Söhne gehören in Deutschland zu 43% dann auch zu den stärksten 25% der Einkommensverteilung und im zweiten Quartil oder im dritten Quartil, also im zweithöchsten Quartil, immer noch 33%. Man sieht, dass es noch stärker ist als in den USA. Und hier, das ist, wenn die Väter zu den einkommensschwächsten 25% gehören, dann ist auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn ein relativ niedriges Einkommen hat, noch höher als in den USA. Also soziale Mobilität ist relativ gering. Nur jeder vierte junge Deutsche heute schafft es, einen besseren Bildungsabschluss zu bekommen als die Eltern. Und das liegt nicht darin, dass in Deutschland alle bei der Universität waren und alle einen Hochschulabschluss haben. Ganz im Gegenteil, wir haben eine relativ geringe Quote von Hochschulabsolventen im internationalen Vergleich. Im Angelsächsischen sind es häufig 80-85%, die ein College besuchen. Also viel, viel höher, als es in unseren Ländern der Fall ist. Soziale Mobilität ist gering. Im Bildungsbereich, von Bildungsabschluss her, wenn Sie sich das Einkommen anschauen, wenn Sie sich die Möglichkeiten auch mit Arbeitslosigkeit anschauen, sieht man, dass hier die Fahrtabhängigkeit von der Familie extrem hoch ist. Es gibt aber viele andere Elemente der Diskriminierung, der Unterschiede, der fehlenden Chancengleichheit. Gender ist ein zweites Beispiel, das ich in meinem Buch im Detail diskutiere. Deutschland hat eines der höchsten Gender Pay Gaps, also der Unterschied der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Dieser Gap liegt bei knapp 22%. Das heißt, für jeden Euro, den ein Mann als Bruttostundenlohn bekommt, bekommt eine Frau 78 Cent. Deutschland ist hier markiert, liegt also am oberen Ende. Ich wollte eigentlich nur positive Sachen über Österreich heute Abend erzählen, aber das passt mit dieser Grafik nicht. Österreich liegt auch noch drüber. Also ein riesiger Gender Pay Gap. Und das ist in vielerlei Hinsicht überraschend. Denn wenn Sie sich die Bildungschancen anschauen, dann sehen Sie, dass Mädchen oder Frauen in der Regel höhere Wahrscheinlichkeit haben oder einen höheren Anteil haben, Abitur zu machen, einen höheren Anteil haben, zu studieren. Die Abbrecherquote bei Frauen, bei Mädchen ist deutlich geringer. Sie machen das in der Regel mit einer kürzeren Studienzeit, mit besseren Noten. Und dann kommt der massive Bruch gerade im Arbeitsmarkt. Also diese Diskriminierung im Gender Pay Gap ist massiv. Viele sagen, das hat was mit freier Wahl zu tun. Wir wissen, das ist nicht so. Viele Frauen arbeiten mehr Teilzeit, weil sie einfach die Bildungsinfrastruktur fehlen für die Kinder, Betreuungsinfrastruktur, weil es diesen Glass-Ceiling gibt, also in Führungspositionen viel, viel schwieriger ist für Frauen zu kommen als für Männer, gerade in Deutschland im internationalen Vergleich. Es gibt viele Gründe. Und Sie können andere Beispiele nennen, wo soziale Mobilität gering ist, wo Chancengleichheit eingeschränkt ist oder sehr unterschiedlich verteilt ist, nicht nur zwischen sozial schwach nach Bildungsgrad, nach Einkommen, nach Gender, auch nach Migrationshintergrund. Also es gibt viele Elemente, wo diese Chancengleichheit beschränkt ist. Also der zentrale Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass viel der Einkommensungleichheit, der Vermögensungleichheit vor allem mit fehlender Chancengleichheit zu tun hat. Und das ist einer der zentralen Gründe, die das erklären. Und das führt mich zum nächsten Punkt, zur Frage, ja, wieso sollte uns denn diese Ungleichheit eigentlich wirklich Sorgen machen?
ist es nicht sogar notwendig, für ein Land eine gewisse Ungleichheit zu haben bei Einkommen, bei Vermögen? Denn wenn Sie sich vorstellen, eine gut funktionierende Marktwirtschaft, wo alle im Wettbewerb stehen, alle ihre Chancen nutzen können, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und da entsteht natürlich eine Ungleichheit. Und wir Ökonomen sagen, es muss ja Anreize geben, es muss sich ja lohnen, sich anzustrengen. Dann ist es ja gut, dass es eine Ungleichheit gibt. Das ist natürlich richtig. Ungleichheit per se, nochmals, ist auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive weder gut noch schlecht. Nur das Kernargument, das ich machen möchte, ist nicht, ob es jetzt gerecht oder ungerecht ist. Dazu habe ich als Wirtschaftswissenschaftler nichts zu sagen. Sondern was mich interessiert ist, erstens mal, wie ist diese Ungleichheit? Und zweitens, wie wirkt es sich wirtschaftlich aus? Und hier wissen wir aus immer mehr Studien, dass ein zu hohes Maß an Ungleichheit oder genauer gesagt eine Ungleichheit, die fehlende Chancengleichheit widerspiegelt, wirtschaftlich schädlich ist. Dass sie das Wachstum schädigt, ja, und das ist logisch, wenn viele Menschen gar nicht ihre Talente, Fähigkeiten entwickeln können, dann heißt es einfach, dass sie sich nicht richtig einbringen können in den Arbeitsmarkt, in das wirtschaftliche Leben und damit auch weniger wirtschaftliche Dynamik schaffen können. Wir sehen es im Bereich Gesundheit, dass viele Menschen, die geringe Einkommen haben, eine deutlich schlechtere Gesundheit haben als Menschen mit hohen Einkommen. Wir sehen, dass hohe Ungleichheit mit einer wenig gut funktionierenden Demokratie zusammenhängt. Dass viele Menschen, die am unteren Ende sind, sich nicht in den politischen Prozess einbringen, am Sozialleben teilnehmen können, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Also es führt zu einer Polarisierung der Gesellschaft, einer weniger gut funktionierenden Demokratie und einer weniger gut funktionierenden Wirtschaft. Also hier sind die konkreten Kosten, liegen auf der Hand. Auch das ist sicherlich in der Forschung noch umstritten. Inwiefern ist es wirtschaftlich schädlich? Wann ist Ungleichheit schädlich? Wann ist es nützlich? Aber unbestritten ist, wenn Ungleichheit wirklich fehlende Chancengleichheit, fehlendes Humankapital widerspiegelt, dann hat es einen wirtschaftlichen Kosten und sehr hohe wirtschaftliche Kosten. So viel zu diesen Faktoren. Die Frage ist jetzt natürlich, woran liegt das, dass die Chancengleichheit gering ist? Was kann der Staat tun? Bevor ich zu dem Punkt komme, möchte ich noch ein bisschen was zu den Ursachen sagen. Und viele vermuten, wenn man die Diskussion nicht nur in Deutschland anhört, sondern auch in Österreich, Großbritannien, USA, dass viele sagen, es hat was mit Globalisierung zu tun. Ja, Globalisierung ist schuld daran. Viele der Jobs, der einfachen Jobs sind abgewandert, die Menschen sind arbeitslos geworden, haben keine Chancen mehr. Also hier ist die Chancengleichheit, hängt nicht nur mit Bildung zusammen, sondern es hängt vor allem damit zusammen mit Globalisierung, mit globalen Finanzmärkten, dass da ein paar von profitieren könnten. Alles das, was wir wissen, ist, dass es eigentlich relativ wenig mit Globalisierung zu tun hat, sondern mit drei Faktoren. Mit technologischem Wandel, der sich massiv beschleunigt hat und weiterhin beschleunigt und einige wenige davon profitieren können. Zweitens mit Institutionen, auch mit Arbeitsmarktinstitutionen. Tarifverträge in Deutschland gelten nur noch knapp für 50%. Wenn Sie sich anschauen, wer in prekärer Beschäftigung ist, wer am Mindestlohn verdient, sind das fast ausschließlich Menschen, die nicht Teil der Tarifverträge sind, die halt nicht abgedeckt werden. Und der dritte Faktor mit Bildung oder schlechterem Bildungszugang, gerade im frühkindlichen Bereich, hat Deutschland ein riesiges Manko. Kaum ein Land gibt so wenig im frühkindlichen Bereich in den ersten 6 Lebensjahren aus wie Deutschland. Wir wissen aber aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass hier die Weichenstellung gesetzt werden. Dass es hier die wichtigste Phase ist im Leben. Wenn Sie im Alter von 5 gewisse kognitive, nicht kognitive Fähigkeiten nicht haben, dann ist es für ein Kind unglaublich schwierig, das später aufzuholen. Es geht weiter mit dem Bildungssystem, fehlenden Ganztagsschulen, fehlender Betreuung, gerade von Kindern, die diese Betreuung, diese Hilfe wirklich brauchen, fehlende Durchlässigkeit. Und das führt letztlich dazu, dass viele Kinder eigentlich schon im Alter von 5 entschieden ist, in welchen Lebenspfad sie einschlagen werden, weil ihnen einfach bis dahin schon wichtige Qualifikationen, wichtige Fähigkeiten fehlen. Der Staat sagt, ja, wir machen viel Umverteilung. Ich will das so ein bisschen anzweifeln. Der Staat macht viel Umverteilung in Deutschland, macht es aber sehr zielungenau. Häufig kommt es halt nicht dort an, wo es benötigt wird. Ein Beispiel, das ich Ihnen hier gebe, ich habe Ihnen vorhin das mit der Erbschaftssteuer genannt, ein Beispiel sind auch die Bildungsausgaben im frühkindlichen Bereich. Hier sind die Bildungsausgaben im frühkindlichen Bereich für pro Kind relativ nach Einkommensdezil der Eltern, also von eins der niedrigsten. War das das Zeichen, dass ich Schluss machen soll? Nee? Spätestens, ja, das haut hin. Von Einkommens
niedrigsten 10% sind einkommenshöchsten 10%. Und wo geht die frühkindliche Förderung hin? Und man sieht, dass Kinder in den oberen 10% mit 199 Euro pro Monat fast doppelt so viel Anteile bekommen wie ein Kind im unteren Dezil. Also man würde doch erwarten eigentlich, dass man besonders viel für die Schwächsten ausgibt oder Einkommensschwächsten, wo die Eltern halt nichts dazulegen können oder das nicht fördern können. Und man sieht, dass es eher tendenziell umgekehrten ist. Also es gibt viele Beispiele, in denen der Staat einfach nicht zielgenau umverteilt von oben nach unten, sondern häufig eher von unten nach oben. Gesetzliche Rentenversicherung ist ein anderes Beispiel, kann man sich auch lange drüber streiten. Aber die Frage der Zielgenauigkeit der Umverteilung oder der Leistung, der Förderung, wie man Chancengleichheit wiederherstellt, ist ein ganz zentrales Thema. Also wenn man über die Lösung spricht und fragt, woran, wie kann man das denn lösen, wo sind die Lösungsansätze, will ich auf 5 Punkte kommen, die meiner Ansicht nach ganz zentral von Bedeutung sind. Das eine, wie ich eben gesagt habe, im Bildungssystem, viel zielgenauer, gerade im frühkindlichen Bereich deutlich mehr zu investieren, bessere Kita-Verfügbarkeit, aber vor allem bessere Qualität, mehr Ganztagsschulen, bessere Betreuung, gerade von Kindern aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien, mehr Durchlässigkeit des Schulsystems, auch gerade mehr Zugang zur Universität. Also nochmal ein Beispiel für fehlende Chancengleichheit. Wir sind ja hier an der Universität. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist es so, dass 70% der Akademikerkinder zur Universität gehen, nur 20% der Nicht-Akademikerkinder. Das ist ein typisches Beispiel, wie sich zeigt, wie stark die Polarisierung, wie stark die Fahrtabhängigkeit gerade von den Eltern ist. Also Bildungssystem ist extrem wichtig, vor allem im frühkindlichen Bereich, mehr Durchlässigkeit zu schaffen. Vielleicht damit in Verbindung auch den dritten Punkt, Familienpolitik. Ich habe das Thema Gender angesprochen. Hier liegt ein unglaublich hohes, ungehobenes Potenzial in Deutschland, wie ich glaube auch in Österreich, dass viele Frauen, die Erwerbsquote der Frauen ist deutlich gestiegen, aber viele Frauen, in Deutschland sind es knapp 70%, arbeiten Teilzeit und sagen, sie würden eigentlich gerne deutlich mehr arbeiten, im Durchschnitt 12 Stunden pro Woche mehr arbeiten, wenn sie denn könnten, wenn die Infrastruktur, Betreuungsinfrastruktur dafür da wäre, wenn die Unterstützung dafür da wäre. Auch hier unheimlich Potenzial, das gehoben werden kann und was auch eng mit der Bildungsqualität der Kinder zusammenhängt. Also hier hat Deutschland sicherlich in den letzten Jahren einiges gemacht. Man hat zumindest in der Theorie einen rechtlichen Anspruch auf einen Kita-Platz, auch wenn das noch nicht so richtig realisiert worden ist. Der zweite Punkt, Steuerpolitik. Und so der allererste Punkt, den ich oben drüber schreibe, ist zu sagen, eigentlich brauchen wir nicht unbedingt mehr Umverteilung. Ja, also die Reaktion auf meine Thesen von im politischen Linken war absolut richtig, Ungleichheit ist zu hoch, deshalb müssen wir die Steuern erhöhen und wir müssen mehr belasten und wir müssen noch mehr umverteilen. Aber ich sehe darin eigentlich nicht die Lösung, denn Sie können im Prinzip fehlende Bildungschancen, fehlende Chancen im Arbeitsmarkt nicht durch noch mehr Geld kompensieren. Also zu sagen, okay, wir haben viele abgehängte Menschen, die keinen Job haben oder in prekärer Beschäftigung sind oder richtig wenig verdienen, denen müssen wir einfach mehr Leistung geben, ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. Sondern die bessere Lösung ist darin, ihnen wirklich Chancen zu eröffnen. Chancen im Arbeitsmarkt, das ist der vierte Punkt, durch Arbeitsmarktreform, durch Qualifizierung, durch mehr Durchlässigkeit, aber auch gerade im steuerlichen Bereich. Also Arbeit weniger stark zu besteuern, Unternehmen Anreize zu geben, in ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu investieren. Und diese Steuerprivilegien abzuschaffen. Also letztlich sollte Arbeit weniger deutlich besteuert werden, Vermögen sollte eigentlich mehr besteuert werden, nicht aus Gerechtigkeitsgründen, sondern, also wie gesagt, rein aus ökonomischen Gründen. Es ist besser, passives, unproduktives Kapital zu besteuern, Vermögen zu besteuern und Arbeit weniger stark zu besteuern. Privilegien abzuschaffen, Erbschaftssteuer habe ich eben genannt, Ehegattensplitting ist in Deutschland ein Riesenthema. Ehegattensplitting kommt eher den Gutverdienenden zugute, schafft negative Anreize für die Partnerin in der Regel in der Beziehung. Also einfach mehr Steuergerechtigkeit. Ich rede jetzt gar nicht von steuerlicher Förderung oder Besserstellung, sondern Privilegien abzuschaffen, wirklich mehr Markt, mehr Wettbewerb zu schaffen, wäre hier extrem wichtig. Und der fünfte und letzte Punkt bezieht sich auf die Vorsorge. Ich habe angefangen mit dem Thema Sparen, Ersparnisse, Vermögen, Vorsorge betreiben fürs Alter und dass Deutschland und zum Teil auch Österreich extrem schlecht darin sind, für viele Menschen
knapp 40%, die letztlich nichts haben, was auf die hohe Kante legen zu können. Und ich glaube, hier ist ein riesiger Nachholbedarf. Und das kann in verschiedener Form passieren. Das kann über Anreize für privates Sparen gelingen. Das kann über Förderung von Immobilieneigentum passieren. Das kann auch durch Finanzbildung passieren. Ich glaube, wir müssen lernen, klüger, intelligenter zu sparen, um letztlich, damit sich das Sparen auch lohnt. Aber das sind für mich so die fünf großen Prioritäten. Man kann sicherlich viele da hinzufügen, aber das sind so für mich die fünf wichtigsten Prioritäten. Und wenn ich so zusammenfassen soll und auf das Tucholsky-Zitat zurückkomme, dann würde ich sagen, die Menschen verstehen eigentlich viele Dinge deutlich besser als wir. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen hässlich sagen, das Wort Elite, also wirtschaftlich und ökonomisch, wo wir das Gefühl haben, uns geht's doch gut, wir haben Erfolg gehabt, wir können studieren, für viele der Studenten. Und glaube ich, viel ernster nehmen dieses Thema der sozialen Ungleichheit. Für mich ist das wirklich der Hauptgrund für die politische Polarisierung, die wir jetzt sehen, für die gesellschaftlichen Konflikte, für den Verteilungskampf, den wir in vielen Bereichen sehen. Deshalb glaube ich, sollte die Gesellschaft und sollte vor allem die Politik dieses Thema viel ernster nehmen, das nicht so vom Tisch wischen und sagen, uns geht's doch gut. Und das sehe ich in den kommenden Jahren, gerade mit diesen politischen Entwicklungen, die wir in Europa sehen, für die zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft, sowohl in Deutschland als auch Österreich. Und damit danke ich Ihnen nochmal für die Einladung und freue mich auf eine spannende Diskussion nachher. Ja, meine Damen und Herren, darf ich den Herrn Platscher und auch die beiden Co-Referentin und den Co-Referenten herauszukommen? Stellungnahme, die wir bekommen, stammt von Frau Christina Meyerhuber vom WIFO, die sich sehr viel mit Einkommensfragen und überhaupt mit Sozialpolitik beschäftigt. Und das Wort liegt bei Ihnen. Danke. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich bin überzeugt, dass... Ein Mikrofon. Aber sicher, nehmen Sie doch das gleich. Ja. Danke für den spannenden Vortrag. Ich bin überzeugt, dass schon ganz viele Diskussionspunkte im Publikum sind. Aber ich bin jetzt eingeladen, kurz ein paar Anmerkungen zu machen. Im Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten wir ja schon sehr lange, würde ich sagen, zum Thema, zu Fragen von Verteilung und Umverteilung. Wir blicken auf 3 Jahrzehnte Forschungsschwerpunkt Verteilung und Umverteilung zurück. Wiewohl die Auswirkungen unserer Analysen auf den politischen Entscheidungsprozess besser werden könnten. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Impact, den Ihr Buch in Deutschland vermutlich haben sollte, mehr Auswirkungen auf den politischen Diskurs. Wir warten noch ein bisschen in Österreich darauf. Ich mache 2 Punkte. Einerseits ganz grundsätzliche Anmerkungen zum Buch. Jetzt Buch steht im Vordergrund. Und zweitens ein paar Anmerkungen, inhaltliche Ergänzungen, die ich aus den WIFO-Forschungsergebnissen da einbringen möchte und die im Buch nicht so vorkommen. Zum einen, der Titel des Buches ist sehr mutig gewählt, Verteilungskampf, und das Wort Kampf quasi alleine in der zweiten Zeile gestellt, hat für mich den Eindruck erweckt, also Kampf ist etwas sehr Aktives, da gibt es Akteure und Akteurinnen. Und meine Erwartungshaltung war sehr hoch an dieses Buch, dass da die Akteurinnen und Akteure benannt werden. Diese Erwartung wurde nur teilweise erfüllt. Also Akteurinnen sind in dem Buch nicht besonders prominent vertreten und explizit festgehalten. Der einzige Akteur, der immer wieder vorkommt und der jetzt auch im Vortrag schon gewesen ist, ist der Staat. Und dieser Zugang zu dem Begriff Staat und den staatlichen Aktivitäten ist im Buch sehr ambivalent. Einerseits wird hervorgehoben, der ungleichheitsreduzierende Effekt durch Aktivitäten der öffentlichen Hand. Auf der anderen Seite finden sich Zitate und Aussagen, dass der deutsche Staat immer ineffizienter umverteilt. Also dazu möchte ich dann kurz noch inhaltlich was ergänzen aus unserer Sicht. Was auffällt in diesem Buch ist dieser unglaubliche humane Ansatz im Zugang der Betrachtung. 2 Zitate hierzu.
Zitat, wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wie groß die Mehrheit der Gesellschaft und vor allem die sozial Schwächeren dastehen. Und Zitat als Einleitung vom Abschnitt 9, der Satz, das größte Kapital einer Gesellschaft ist ihre Bevölkerung. Und so viel menschenbejahende Ansätze gibt es in der Ökonomie tendenziell weniger. Historisch gesehen ist die Bevölkerung immer das Problem in der Ökonomie und nicht die Quelle. Mal sind es zu viel Alte, mal sind es zu wenig Junge. Also dieser menschenbejahende Ansatz ist hervorstechend und hat mir sehr gut gefallen. Letzter Punkt zu den allgemeinen Anmerkungen. Das Buch ist stärker fokussiert, stärker wie der Vortrag jetzt, auf Erhöhung der Chancengleichheit durch Bildung im frühkindlichen und Primärbereich. Das ist quasi der hauptrote Faden, der sich durch alle Kapitel hindurchzieht. Die Steuerpolitik ist im Buch weniger prominent vertreten, wie Sie das jetzt gemacht haben. Insofern die Maßnahmen, die da gesetzt sind oder die im Buch entwickelt werden, sind sehr zukunftsorientiert, weil Ausgaben oder eine Verbesserung des frühkindlichen und Primärbereiches ist sehr zukunftsorientiert. Aber was wir gesehen haben jetzt auch im Vortrag, es geht ja in der Gegenwart haben wir ganz große Verwerfungen, die mit anderen zusätzlichen Mitteln als bessere frühkindliche Bildung kompensiert werden müssen. Zu ein paar inhaltlichen Anmerkungen. Die fehlenden Akteure und Akteurinnen in diesem Buch. Es geht ja in der Umverteilungsfrage darum, festzumachen, welche Bereiche einerseits adressiert sind und wer diese Bereiche mitgestalten kann. Also der Staat produziert Gleichverteilung in unterschiedlichen Bereichen und Sektoren. Der Ökonom Richard Titmus spricht von drei Sphären, die da gestaltend vor uns liegen. Und Martin Powell hat diese drei Sphären erweitert. Es gibt eine Reihe Ansatzpunkte, Bereiche, wo gestaltet werden kann. Das ist eben zum einen der staatliche Bereich selber, der Güter und Dienstleistungen, der fiskalische Gestaltungsspielraum, aber auch auf betrieblicher Ebene ist viel zu gestalten, was die Wohlfahrt betrifft und darüber hinaus freiwillige Verbände und auch die Marktbeziehungen müssen reguliert werden. Also das sind die Bereiche, die verstärkt in den Fokus treten müssen, wenn wir um Verteilung und Umverteilung uns unterhalten. Jetzt ein paar Anmerkungen noch, wie schaut es in Österreich aus? Das Wirtschaftsforschungsinstitut macht ja alle 5 Jahre große Umverteilungsstudien, wo wir belegen, so wie auch in Deutschland, dass die Markteinkommen immer ungleicher werden. Die Primäreinkommen, also die Einkommen aus unselbstständiger und selbstständiger Tätigkeiten, werden immer ungleicher. Die Gründe dafür, die im Buch ausgeführt sind, sind in Österreich genauso gültig. Durch die staatliche Umverteilung und wir in unseren Studien nehmen nicht nur die monetären Transfers, sondern auch die realen Transfers in dieser Umverteilung mit, auf die komme ich später noch, zeigt eben, dass die Einkommenssituation hier gemessen am Gini-Koeffizient natürlich deutlich sich verbessert durch die staatlichen Maßnahmen, die gesetzt werden. Der Anstieg der Ungleichheit in den Primäreinkommen wird abgefedert, aber nicht mehr ausgeglichen. Also der Staat ist aktiv und verteilt große Mengen um, aber die Verwerfungen am Markt, am Einkommensmarkt sind so groß, dass dieser Staat, diese staatliche Umverteilungsprozedere überfordert sind. Sie sprechen in Ihrem Buch von Ineffizienzen. Ich würde sehen, dass es eine Überforderung einer Struktur ist, die darauf aufbaut, auf bestimmte Arbeitsmarktmodelle aufbaut, die immer also Arbeitsmarktmodelle und Einkommensmodelle aufbaut, die für immer weniger Gruppen gilt. Also insofern würde ich es nicht sehen, dass zu viel staatlich umverteilt wird oder Ineffizienzen bestehen, sondern dass einfach das System neu aufgestellt werden muss. Wir sehen auch ganz deutlich, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten, wo der Staat eingreift, auf der Abgabenseite, auf der einen Seite, strukturell schon Schieflagen drinnen hat, die nicht behoben werden. Die einzige progressiv wirkende Abgabe in Österreich ist die Einkommensteuer. Hier sind die Einkommensziele der Haushaltseinkommen, Bruttoäquivalenzeinkommen. Und sehen Sie den roten Balken, das ist die Einkommensteuer, eine progressive Ausformulierung der Einkommensteuer. Im Gegensatz dazu, die direkten Steuern wirken
haben eine höhere Bedeutung, eine höhere Belastung in den unteren Einkommensdezilen. Und insofern ist in der Frage der Entlastung, die Sie erwähnt haben, der Arbeitseinkommen, die Frage zu stellen, welche anderen Finanzierungsquellen da adressiert werden können. Und es sollten jedenfalls aus verteilungspolitischer Sicht nicht notwendigerweise die indirekten Steuern sein, weil die wirken ganz stark degressiv. In Österreich sehen wir das grosso modo. Hier sehen Sie die unterschiedlich das Primäreinkommen nach den Einkommensdritteln. Unteres Einkommensdrittel ist rot. Also im unteren Einkommensdrittel finden sich ca. 12% der Primäreinkommen, im oberen Einkommensdrittel sind 60%. Steuern und Abgaben fallen im untersten Einkommensdrittel 10% an, im zweiten Einkommensdrittel 26%. Das ist quasi eine annähernde Entsprechung. Was mir jetzt aber wichtig ist, sind die monetären Transfers und die realen Transfers, die Sie auch angesprochen haben. Die monetären Transfers in Österreich und auch in Deutschland sind so gestaltet, dass sie eine vertikale Umverteilung adressieren, das heißt von oben nach unten adressieren. Das sind die monetären Transfers und das sieht man ganz klar, die monetären Transfers gehen zu 60% in das unterste Einkommensdrittel. Bei den realen Transfers, was Sie jetzt zum Schluss angesprochen haben, sieht die Sache etwas anders aus. Hier sehen wir, das Ziel ist nicht eine vertikale Umverteilung, sondern eine horizontale Umverteilung. Also eine Umverteilung im Lebenszyklus, eine Umverteilung von jenen ohne Kinder mit hin zu jenen mit Kinder, von Gesunden zu Kranken. Und das sehen wir ganz deutlich. Die realen Transfers, das sind ca. 2/3 aller Transfers, die wir betrachtet haben. Also ein Viertel sind monetäre Transfers und 3/4 sind reale Transfers. Reale Transfers wirken auch in den unteren Einkommensbereichen stärker wie in den oberen, sind aber eben anders verteilt. Weil hier treffen zwei unterschiedliche Ziele aufeinander, nämlich horizontale Umverteilungselemente und vertikale Umverteilungselemente. Teilweise überschneiden sich diese Gruppen und ich würde sagen, das sind unterschiedliche Zielstellungen, die nicht notwendigerweise als ineffizient bezeichnet werden können. Also in Österreich ist die Abgabenleistung der einzelnen Einkommensgruppen im Wesentlichen, entspricht das ihren Anteil in der Verteilung der Primäreinkommen. Und insgesamt ist es in Österreich so, dass die Geld- und Sachleistung überproportional in einem hohen Ausmaß an die niedrigen Einkommen gehen. Ich komme zum Schluss. Wir sehen aus unseren Studien und auch Professor Fratsch hat das belegt, dass die wachsende Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung vorhanden ist und diese wachsende Ungleichheit schlussfolgern wir in unseren WIFO-Umverteilungsstudien, bedeutet, dass die Rolle des Staates in Zukunft zunehmen wird und nicht abnehmen wird. Sowohl horizontale als auch vertikale Umverteilungsziele sind in unserem System integriert. Zielgruppen dieser beiden überschneiden sich teilweise. Hier kann aber nicht wirklich von Ineffizienzen gesprochen werden. Umverteilungspolitik, Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik ist in erster Linie in Europa, in Österreich und in Deutschland kurativ gemeint. Das heißt, setzt auf vorhandene Marktergebnisse auf. Für die zukünftige Forschungen und Diskurse sollte aber ein Schritt weiter gemacht werden, ein Schritt weiter gedacht werden, nämlich eine präventive Umverteilungspolitik bezeichne ich das. Das lässt sich mit dem englischen Begriffen besser bezeichnen. Im Englischen heißt Distribution Verteilung, Redistribution heißt Umverteilung und da gibt es quasi das Konzept der Pre-Distribution, also dass es Eingriffe gibt in die Markteinkommen und dass dort die Markteinkommen neu gestaltet werden müssen, damit dass die Entwicklungen dieser gezeigten größer werdenden Differenzen der Markteinkommen hinten angehalten werden. Und da ist quasi die Forschung aufgefordert oder aufgerufen, sich in den Bereich der Arbeitsbewertung neu hineinzubegeben und hier Forschungen anzustellen. Ich möchte mit diesen ein paar Punkten schließen. Danke. Danke. Dankeschön, Frau Mayhofer. Ich bitte Sie einfach jetzt Platz zu nehmen und der Professor Altzinger, du gehst auch hinaus? Okay. Und der Herr Fratscher kann dabei überlegen, wie er auf all das innerhalb von 2,5 Minuten antworten kann. Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich zunächst einmal bei Ihnen, Herr Professor Fratscher, dass Sie trotz wirklich Ihres intensiven Zeitkalenders zu
Zeit gefunden haben, hier unter uns zu weilen. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der Deutschen Botschaft für die große Unterstützung bei der Organisation dieser Veranstaltung. Meine Aufgabe ist es, einen kurzen Kommentar zum Buch vom Herrn Marcel Fratscher zu sagen. Ich will versuchen, das kurz zu machen. Und ich hoffe, 10 Minuten und nicht länger. Ich will zu dem Buch Folgendes sagen. Wir haben gehört beim Vortrag, und jeder, der mal einen Blick reingeworfen hat oder der den Spiegel gelesen hat, und dort war dieses Buch auch im Frühjahr, hat die Headline bzw. das Titelblatt geschmückt. Und ich glaube, die Intensität, die dieses Buch hervorgerufen hat in Deutschland und darüber hinaus, spricht alleine Bände über die große Notwendigkeit, über das Thema der Ungleichheit ausführlicher zu diskutieren. Der Response ist einfach sowohl in der wissenschaftlichen Seite, auf der Wissenschaftsseite als auch in der Öffentlichkeit enorm gewesen. Wenn Sie mir kurz erlauben, zum Buch ein paar Anmerkungen zu machen. Ich habe hier nicht das Inhaltsverzeichnis, sondern ich habe für mich wichtige Punkte aufgezeigt. Ein Punkt, der im Vortrag nicht vorkommt und der auch relativ schwer vorkommen kann, ist die fiktive Geschichte von Lena und Paul. Ich habe diese Story sehr, sehr instruktiv gefunden, weil wenn man sich diese Story durchliest mit all ihren möglicherweise Übertreibungen oder Schwerpunktsetzungen, so zeigt diese Story eigentlich das gesamte Buch. Und das gesamte Buch oder die Kurzzusammenfassung ist: dort, wo du geboren bist, dort wirst du bleiben. Und das spricht über die soziale Mobilität in Deutschland Bände. Und wir wissen und haben es schon mehrfach gehört, dass die Situation in Österreich eine sehr ähnliche ist in allen drei hier genannten Bereichen von Ungleichheit, Ungleichheit der Vermögensverteilung. Die Daten, was uns die Europäische Zentralbank im Jahre 2010 und jetzt in der zweiten Welle vom HFCS geliefert hat, zeigt uns in Österreich, die obersten 10% besitzen 60% des Vermögens. Und was mir wichtiger ist, die unteren 50% besitzen de facto kein Vermögen. In Österreich sind es 4%. Und dort beginnt die Story von Lena und Paul und dort hört sie wieder auf. Und insofern kann ich nur sagen, wenn Sie etwas lesen wollen und nicht viel Zeit haben, lesen Sie diese 15 Seiten. Der zweite Teil befasst sich hier mit den Auswirkungen der Ungleichheit auf Wachstum, auf die Verschuldung, Humankapital etc. Das wurde alles kurz angerissen. Ich komme zu den Kapiteln 3, 4 und 5 des Buches. Die beginnen mit der Ursachenanalyse der Ungleichheit in den drei verschiedenen Bereichen Einkommen, Vermögen und soziale Mobilität. Und ich glaube, dass dieser Bereich der am meisten diskutierteste ist, jedenfalls heute sein wird, weil aufgrund von der Ursachenanalyse sich selbstverständlich die wirtschaftspolitischen Rezepte und Konsequenzen ergeben. Erst bei einer ausreichenden, gründlichen Ursachenanalyse werden uns auch Möglichkeiten gegeben, zu entsprechenden Vorschläge zu erarbeiten und mit der Politik zu diskutieren, in welchen Bereichen denn Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn wir mit diesen Ergebnissen der Ungleichheit nicht zufrieden sind. Und ein Punkt noch vielleicht vorweg. Sie haben in dem Buch selbstverständlich die Situation Deutschlands beschrieben, als, sagen Sie, das Exemplar oder das Musterexemplar der Ungleichheit. Ich glaube, wir sollten, mir ist das schon vollkommen klar, aber die Thematik oder die Problematik heutzutage ist, dass die Ungleichheit in allen OECD-Ländern mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in den letzten drei Jahrzehnten enorm zugenommen hat. Und das sozusagen ist nicht nur dann der Erfolg von Thomas Piketty, seinem Buch, sondern die OECD, der IMF schreiben seit mindestens 5 oder 8 Jahren ausführlichst Studien über das Ansteigen der Ungleichheit. Und das sozusagen habe ich meine Ausführungen auch ein klein wenig mehr, weniger deutschlandspezifisch gemacht, als wie in diese Richtung hier, dass es hier nicht ein deutsches Problem oder ein österreichisches Problem ist, sondern es ist ein globales Problem.
Sie nennen drei Punkte in Ihren, das ist das Kapitel Römisch 3, 4 und 5, über die Ursachen, die Macht des Marktes, Globalisierung, Digitalisierung, die fehlende Chancengleichheit und das Problem des Staates. Ich habe hier oben den Tony Atkinson dazu geschrieben. Er war nicht nur zweimal bei uns, bei der Eröffnung von unserem Institut im September im Vorjahr, sondern er war auch bei der Austrian Economic Association bei der Jahrestagung 2014 und er hat zweimal hervorragende Referate gehalten und er hat sein Buch im Vorjahr geschrieben, was nicht nur die Ungleichheit skizziert, sondern was sozusagen sehr, sehr vielfältige Vorschläge, umfassende Vorschläge bringt, what can be done, was kann gemacht werden. Und dort sozusagen sagt er, nicht ein Punkt ist die Lösung oder bringt die Lösung, sondern er diskutiert 15 Vorschläge, die in alle Breite gehen, ganz viele sozial- und wirtschaftspolitische Komponenten. Und ich glaube auch, dass die Thematik der Ungleichheit nicht durch eine Lösung oder nicht durch eine Maßnahme gelöst, verbessert werden kann, sondern durch eine Vielfalt an Maßnahmen. Was ich zu diesen drei Punkten sagen möchte, ist das Folgende. Die Macht des Marktes, die was Sie, sage ich erst einmal ein klein wenig, sowohl heute als auch im Buch, weniger wichtig genannt haben, weil alles die Digitalisierung ist, ist der Punkt sozusagen, der die Primärverteilung bestimmt. Wo, in welchen Ländern bekommen Kapitalbesitzer, Vermögensbesitzer, Arbeiter, Angestellte welche Einkommen? Das ist mir der wichtigste Punkt. Die beiden anderen Punkte sind eigentlich Fragen, die die Sekundärverteilung betreffen, nämlich wie kann sozusagen Chancengleichheit über auch Sekundärverteilung in Form von Realtransfers und also monetären Transfers plus Realtransfers, Schulen, Gesundheit und so weiter. Und was kann der Staat umverteilen über die Steuern? Ich sage deswegen sekundär, weil natürlich die Primärverteilung ganz viel Auswirkungen hat über das, was sozusagen ein Staat machen kann überhaupt noch, weil die Primärverteilung sozusagen schon sehr, sehr viel bestimmt über das Kräfteverhältnis zwischen Staat, Arbeitnehmern und Unternehmern. Und ich zitiere hier, erlaube mir zu zitieren, Ihr Eingangsabsatz von Chapter 15, die Globalisierung. Globalisierung, Digitalisierung und die stark zunehmende Bedeutung von Finanzmärkten allgemein haben die Balance zwischen den Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen fundamental verändert. Und dieser Satz mag ein sehr einfacher sein, aber ich glaube, er kann nicht ausreichend unterstrichen und gewürdigt werden und mit empirischem Material gefüllt werden. Warum sage ich das? Sehen Sie sich den bekannten Elefanten vom Branko Milanovic an, der übrigens im Jänner bei uns zu Gast sein wird, eine Woche lang und auch eine Public Lecture am 26. Jänner halten wird. Worum geht es hier? Weltweit die ärmsten Haushalte, auf der linken, hoppsala, das ist nicht das, was ich will. Die ärmsten Haushalte sind links aufgetragen auf der X-Achse und die reichsten Haushalte sind rechts aufgetragen. Und es geht um die realen Einkommenszuwächse in der Periode 88 bis 2008. Was mit Service-Daten, die problematisch sind oder nicht unproblematisch, aber das Bild zeigt uns zumindest dreierlei sehr eindeutig. Das erste ist sozusagen die starken Zugewinne in der globalen Ökonomie haben wo stattgefunden? Im dritten und vierten Dezil. Und wer sind diese Personen? Das sind die 1,3 Milliarden in China und die 1 Milliarde in Indien insbesondere. Diese Länder haben extrem starke Wachstumsraten die vergangenen 20 Jahre gehabt und entsprechende Einkommenszuwächse. Wer sind die Verlierer, die im 7., 8. Dezil? Welche Personen sind das? Das ist die Mittelstandsgesellschaft und die ärmeren Haushalte in den Industriestaaten, in Österreich, Deutschland, in der OECD. Wer sind die absoluten Gewinner? Die letzten 1%. Nicht einmal die letzten 2 oder 3%, sondern das letzte Prozent. Und das ist mir etwas relativ Wichtiges, weil wenn Sie sagen, Globalisierung hat keine Bedeutung oder keine so große Bedeutung, da würde ich in diesem Bereich stark widersprechen. Sie sagen, Globalisierung ist der eine Punkt, der hat nicht so viel zu tun mit der Verteilung, es geht um die Digitalisierung. Meiner Meinung nach sind diese beiden Punkte uneingeschränkt miteinander verwoben und ich
repliziere sehr häufig auf den Tony Atkinson, nicht nur, weil ich ihn über alles schätze, aber weil er das auch unheimlich gut drinnen schreibt und erklärt. Das sind zwei Sachen, die können nicht getrennt werden. Wenn heutzutage ein deutsches Unternehmen in China einen Auftrag gibt oder in Indien einen Auftrag gibt, so können sie das nur machen aufgrund zweierlei Sachen. Das eine sind die technologischen Voraussetzungen und das andere ist die totale Liberalisierung der Handels- und Kapitalströme. Und das mag auf der globalen Ebene zu positiven Wachstumseffekten führen, aber wenn Sie die Daten von Emmanuel Saez hernehmen für die USA, der zeigt mit wunderbaren Daten, dass vom gesamten Einkommenszuwachs der letzten zwei Jahrzehnte 55% des gesamten Kuchenzuwachs an das oberste 1% der Haushalte gegangen ist und die verbleibenden 45% an die verbleibenden 99%. Und wenn ich diese Zahlen sehe und dann sage, die Globalisierung hat keinen Einfluss auf die Verteilung, dann würde ich zumindest dort zu diskutieren beginnen wollen. Das sind die Lohnquoten in Österreich, das zeige ich Ihnen nicht oder sage ich nichts dazu. Das, was ich Ihnen zeigen will noch, ist nicht nur, weil es eine Studie ist, alle Autoren sind anwesend von unserem Institut, sondern das ist etwas Besonderes insofern. Wir diskutieren sehr häufig immer über verfügbare Einkommen. Verfügbare Einkommen ist etwas wiederum sehr Kompliziertes zu berechnen. Was uns die Daten von der Europäischen Zentralbank glücklicherweise erstmals einigermaßen seriös erlauben, ist, dass wir Gesamteinkommen uns anschauen. Und Gesamteinkommen sind Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen. Wir schauen uns sehr häufig nur die Lohneinkommen an und die Spreizung der Lohneinkommen und so weiter und so fort und Brutto-Netto. Aber wir haben ganz wenig Daten über die Kapitaleinkommen. Und wir haben hier die sogenannte Benbarat. Das sind sozusagen wiederum die ärmsten Haushalte, nur Österreich, das sind die reichsten Haushalte. Und ich will zwei Punkte hier erwähnen. Erster Punkt: die unteren 95%, das ist sozusagen von mir aus so wie Thomas Piketty oder Emmanuel Saez, 99,1, wir haben 95,1 genommen. Die untersten 95% verdienen erstens Haushaltseinkommen im Jahr 2010 37.000, das oberste 1% im Jahr 316, ein Faktor von 1 zu 10. Der zweite Punkt, was mir aber wichtiger, nahezu noch wichtiger ist: wir haben hier unten keine Kapitaleinkommen. Financial Literacy, also sozusagen die Alphabetisierung im Finanzsektor, was Sie im letzten Kapitel machen, ist für die völlig egal. Die haben kein Kapital und haben auch von daher kein Kapitaleinkommen. Die Personen, die sozusagen Geld haben, die haben ihre Finanzberater, die brauchen selbst auch, ich übertreibe ein klein wenig, nicht wahnsinnig viel hohes Wissen, die brauchen nur das Geld, dass sie sich diese Leute, die ihre Millionen und Milliarden verwalten, auch bezahlen können. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass Financial Literacy das Verteilungsproblem lösen würde. Hier heroben haben wir ein Drittel Kapitaleinkommen und zwei Drittel Arbeitseinkommen. Nur für diesen Bereich sind Kapitaleinkommen wichtig und ist sozusagen auch natürlich das Know-how wichtig. In diesem Zusammenhang habe ich noch zwei Zitate aus Ihrem Buch mir genommen, wo ich glaube, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Sie schreiben Seiten und so weiter, es ist explizit dargestellt. Mir geht sozusagen um die Frage: haben die obersten 1% oder 10% wirklich nichts mit den unteren 50 zu tun? Und da würde ich sehr stark widersprechen. Ich glaube, es ist ein und dasselbe, es ist sozusagen die Kehrseite von ein und derselben Medaille. Wenn die unteren 50% kein Vermögen haben, dann können sie dort keine Vermögenseinkommen lukrieren. Aber genau deswegen, also weil sozusagen auch Anreiz, das ist völlig okay, Anreizmechanismen durch die Verteilung und dann ist der größere Incentives und die Leute tun was dafür. Aber genau deswegen sollten wir uns weniger auf die Spitze der Einkommensvermögenspyramide konzentrieren. Das wirkliche Drama ist in die unteren 40%. Beim zweiten Satz stimme ich Ihnen völlig zu, beim ersten nicht wirklich. Und Sie schreiben auch in mehreren anderen Stellen Sachen, die meiner Meinung nach nicht wirklich ganz konsistent sind, wenn ich so vorsichtig das sagen darf.
Das erste habe ich gesagt, die fiktive Geschichte von Lena und Paul gefällt mir einfach ausgezeichnet, und eine Kurzzusammenfassung haben Sie auf der Seite 18 geliefert. In einer Gesellschaft, in der die Menschen mit den höchsten Vermögen auch die größten Einkommen erzielen, haben diejenigen mit wenig Einkommen und Vermögen praktisch keine Chance, mitzuhalten oder gar aufzuholen. Besonders wenn sich Vermögen über Generationen in dieselbe Familie konzentriert, gesellschaftliche Gruppen zementiert. Dem würde ich wieder voll zustimmen, und Sie haben den Foliensatz, welchen Sie mir geschickt haben, auf der letzten Seite ein Zitat gehabt vom Isaac-Philosophen, danke. Freedom for the bulk is death for the minnows. Wenn du einen Hecht in den Fischteich tust und dort sind viele kleine, ist es nicht gut. Die Chancengleichheit ist dort nicht wirklich gegeben und es wird sehr, sehr bald nur einer übrig bleiben. Und das will ich noch schnell, okay, ich bin fast fertig. Okay, dann ist er weg. Gut, ich könnte Ihnen das noch vom Economist mit Daten belegen. Der Economist hat vor 2 Monaten ein Special Issue oder 8 Seiten in der Mitte, wo es um die Digitalisierung geht. Was ist dort sozusagen die Quintessenz? Das, was sozusagen wer heute Gewinne macht und die Aktienkurse sozusagen on Record-Level sind, unter den Top 10, das sind 5 Digital Industries, und die machen in Silicon Valley a handful of giants are enjoying market shares and profit margins not seen since the robber barons in the late 19th century. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann werden wir sozusagen das Ungleichheitsproblem nicht lösen. Deswegen meine Conclusio: Wir dürfen nicht nur über das diskutieren, was Sie uns in der letzten Folie gezeigt haben, sondern wir sind erstens in einem Problem internationales Gefangenendilemma. Wir haben keine Steuerunion oder wir haben keine gemeinsamen Steuern. Die Unternehmen können weltweit schalten und walten, ich übertreibe möglicherweise, wie sie wollen. Sie gehen dorthin, wo sie keine Steuern zahlen müssen. Die 100 größten Unternehmen haben jeweils mindestens 50 Tochterunternehmen, die in den Staaten platziert sind, nicht wo die optimale Produktion ist, sondern wo sie auch ihre Steuern optimieren oder minimieren können. Ich erachte das als totales Problem, politisches Problem. Meines Erachtens ist der Brexit, das Brexit-Votum und auch die Wahlen in den USA vor 3 Wochen nahezu ausschließlich das Problem, dass wir die Globalisierung nicht mehr steuern können. Das heißt, was nicht mehr steuern können? Die Unternehmen können sozusagen Staaten untereinander ausspielen, und solange es keine Koordination zwischen den Staaten gibt, werden wir das Verteilungsdilemma noch sehr viel länger haben, aber leider auch die gesamten politischen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Die Renationalisierung ist weltweit aufzutreiben. Ich habe noch die Punkte, was sozusagen es meiner Meinung nach zu diskutieren gilt. Ja, ist okay. Globalisierung auf der globalen Ebene. Das, was Sie sozusagen nicht erwähnt haben, ist die Frage der Panama Papers. Ich glaube, das hat uns gezeigt, welche Problematik wir steuerlicher Seite haben. Sie haben selbst erwähnt, Erbschaft und Vermögenssteuer. Morgen ist der Stefan Bach auf dem WIFO, weil das WIFO und das DSE gute Connections haben. Er spricht noch sehr viel ausführlicher und prononzierter wie Sie, was die Erbschaftssteuer für die Verteilungseffekte hat, und spricht auch explizit von der Vermögenssteuer. Über den intensiven Ausbau der Vorschule bin ich vollkommen mit Ihnen einer Meinung. Nur der Punkt, was da noch bleibt, ist, wer bezahlt die Kosten für diese vorschulische Ausbildung. Besten Dank und Entschuldigung. Danke, lieber Professor Altzinger. Das war jetzt wirklich ein super Co-Referat, und jetzt, glaube ich, sollte ich vielleicht dem Herrn Fratscher die Gelegenheit geben, ein bisschen was dazu zu sagen. Hier ist das Mikrofon. Erstmal ganz. Eben waren es noch 2,5, aber okay. Erstmal ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Es war sehr hilfreich, sehr, sehr gute Punkte, die gut zum Diskutieren sind. Ich will wirklich nur ganz kurz darauf eingehen, auf Ihre Punkte, Frau Mayer-Huber, vielleicht um 2 Punkte rauszugreifen. Sie sagen, zitieren sich so ein bisschen, sagen, mein Punkt, der Staat sollte nicht so viel umverteilen, sollte eher weniger umverteilen, und Ihre These ist, der Staat wird eher in der Zukunft noch mehr umverteilen müssen. Ich befürchte, Sie haben recht.
ich sage extra explizit befürchte, weil ich glaube, dass letztlich ein großer Sozialstaat eigentlich eine Indikation für das Scheitern der sozialen Marktwirtschaft ist. Wenn ein Sozialstaat, der groß ist, der viel Geld über Steuern und Transfers umverteilen muss, heißt im Prinzip, es sind viele Menschen von staatlichen Leistungen abhängig. Und wir haben in Deutschland... Ich muss es wahrscheinlich einfach näher halten und lauter sprechen. Also in Deutschland leben knapp 8 Millionen Menschen, bekommen die Mindestsicherung. Also haben nicht genug Einkommen und müssen letztlich durch den Staat entweder volle staatliche Leistung bekommen oder aufgestockt werden, also nochmal zusätzliche Leistung bekommen. Bei Jugendlichen ist es nochmal größer. Wenn Sie eine Stadt wie Berlin nehmen, leben einer von drei Jugendlichen in einem Hartz-IV-Haushalt. Und mein Punkt ist, wenn es gelingt, die Anzahl der Menschen zu reduzieren, die von staatlichen Leistungen abhängig sind, dann hat das zwei Effekte. Auf der einen Seite, der Sozialstaat kann kleiner werden. Auf der anderen Seite, mehr Menschen können mit der eigenen Hände Arbeit für sich sorgen, sind weniger abhängig vom Staat. Und damit kann der Staat dann auch die Ressourcen, die er hat, viel zielgenauer einsetzen. Und, Entschuldigung, kann ich immer noch nicht verstehen, oder? Sie stimmen nur meinen Inhalt nicht überein. Okay, das kann man... Sie fragt nur, wie man das macht. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Naja, es geht hier um die Chancengleichheit. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Letztlich, wenn mehr Menschen in Arbeit sind und nicht in prekäre Beschäftigung sind, wenn sie bessere Einkommen haben, wenn es nicht so viel prekäre Beschäftigung gibt, dann können die Menschen auch, sind sie weniger von staatlichen Leistungen abhängig. Und darum geht es. Aber ich befürchte, Sie haben recht, dass in der Zukunft der Staat eher noch mal größer wird. Präventive Umverteilung. Ich glaube, hier ist ein wichtiges Beispiel, auch Herr Halzinger hatte diesen Punkt gemacht. Ich glaube, die wichtige Frage ist, wie kann man das schaffen, dass auch im Prinzip bei den Markteinkommen weniger Ungleichheit ist. Und ein Beispiel sind die skandinavischen Länder, die eigentlich bereits beim Primäreinkommen eine relativ geringe oder deutlich geringere Ungleichheit haben. Und das ist für mich so ein, man sagt, mit welchen Ländern wollen wir uns vergleichen, sind es für mich eigentlich immer die nordischen Länder, die in vielerlei Hinsicht einen sehr starken Sozialstaat haben, sehr leistungsfähigen Staat haben, aber die, bei denen es eigentlich gelingt, relativ auch bei den Primäreinkommen schon eine relativ geringe oder begrenzte Ungleichheit zu haben. Ein paar direkte Reaktionen auf Herrn Altzinger. Sie sagten, nicht nur Deutschland ist das Problem, es ist ein globales Problem, das ist richtig. Nur für die USA überrascht es uns nicht, weil in den USA, sagen wir, wir wissen, dass dieser amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, dass es eine Illusion ist. Nur ich glaube, das, was für viele überraschend ist, dass Deutschland und vielleicht auch Österreich gar nicht so unterschiedlich sind, was die Chancengleichheit betrifft. Und das ist, glaube ich, viele, was auch in Deutschland überrascht, wo viele sagen, das kann doch gar nicht sein, dass in Deutschland die Chancengleichheit gar nicht so viel höher ist als in den USA. Zweiter Punkt hier zu Globalisierung. Sie sagen, Globalisierung, technologischer Wandel, das können Sie nicht auseinanderhalten. Da haben Sie in gewisser Weise recht. Mein Punkt war, wenn Sie sich Studien anschauen, es ist nicht die Globalisierung durch den Handel. Das ist häufig das Gefühl, auch wenn man jetzt die Diskussion in den USA anschaut, dass es heißt, amerikanische Jobs sind nach Mexiko verloren gegangen, jetzt müssen wir Handelsbarrieren aufbauen, damit diese Jobs zurückkommen. Und das ist einfach Unsinn. Wenn Sie jetzt Handelsbarrieren in den USA aufbauen, dann kommen die Jobs eben nicht zurück. Und ich glaube, diese Unterscheidung, hängt es mit Handel oder mit technologischem Wandel zusammen oder über Finanzmärkte, über Finanzintegration, diese drei Elemente, glaube ich, ist schon wichtig, gerade für die Implikationen. Also hier sehe ich den wichtigsten Faktor, den technologischen Wandel. Das werden Sie aber nicht mit Handelsbarrieren, mit Handelszöllen oder anders bekämpfen können, sondern das erfordert dann halt mehr Inklusion, mehr Menschen, die an diesem technologischen Fortschritt teilhaben können. Letzter Punkt zum Financial Literacy, wo Sie sagen, die Menschen haben kein Vermögen, die können deshalb auch keine Rendite erzielen. Bei der Rendite bin ich bei Ihnen, aber ich glaube, es gibt schon Arten und Weisen, wie man den Menschen helfen kann, private Vermögen aufzubauen. In Ihrer Grafik nehme ich an, dass Immobilieneigentum halt nicht inhalten war, weil das letztlich keine Rendite abwirft. Ja, wenn ich ein Eigenheim habe, dann taucht das nicht auf, dass ich eine Rendite darauf erziele, sondern es ist immer noch ein Vermögen. Also ich glaube, hier die Unterscheidung zwischen Rendite und Vermögen ist wichtig und
ich glaube schon, dass der Staat, dass die Politik eine Menge tun kann, um Vermögensbildung zu fördern. Wir haben in Deutschland eine sogenannte Riester-Rente, die nicht so wirklich funktioniert hat, weil die Menschen mit geringem Einkommen, die es dann im Alter noch abgezogen wird von der Rente, die sie bekommen. Also ich glaube schon, dass Vermögensbildung ein ganz wichtiges Element in der Politik sein sollte. Danke, Herr Fratscher. Also ich halte mich jetzt total zurück, weil ich natürlich auch ein paar Fragen hätte, und ich bitte auch die beiden Diskutanten jetzt noch ein bisschen sich zurückzuhalten, weil ich finde, es wäre einfach gescheit, wenn wir auch noch ein bisschen Fragen aus dem Podium bekommen können, aus dem Publikum, wie Sie immer das jetzt sagen wollen. Eines gebe ich hinein und ich nehme einmal vielleicht 3 oder 4 Fragen und dann machen wir eine Gesamtrunde. Bitte schön, in der ersten Reihe der Herr. Hallo, ja. Dr. Fratscher, ich möchte gerne wissen, wie Sie stehen zur Frage von Schulen und von privaten versus öffentliche Schule und Spitäler. Ich bin kein Österreicher und kein Deutscher, aber in die Ländern, die ich kenne, unter anderem mein eigenes Land Belgien, ist es im Allgemeinen so, nicht immer, dass private Schulen teuer sind, teurer, und aber im Allgemeinen auch besser. Und das ist auch, jedenfalls in meinem Land, ein Grund der Ungleichheit der Verteilung. So, ich möchte wissen, wie Sie darauf stehen. Danke. Dankeschön. Gehen wir vielleicht nach hinten und dann kommen Sie wieder dran. Bitte. In der dritten Reihe oder vierten Reihe. Ich werde jetzt aufstehen, damit ich es besser sehe. Ja. Bitte schön. Sie haben die relative Primäreinkommensgleichheit in den nordischen Ländern angesprochen. Ich weiß, dass in Schweden zum Beispiel, also da herrscht eine ganz andere Transparenz als sonst in der Welt. Bis dahin, dass Steuererklärungen vollkommen einsehbar ist für jeden. Das heißt nicht, dass jeder versucht hineinzuschauen. Aber ich glaube, das ist auch ein bremsender Faktor. Also es entstehen einfach nicht diese grotesken Unterschiede und Multiplen. Danke. Die Dame in der zweiten Reihe in Grün. Ja, auch vielen Dank für den interessanten Vortrag und die Co-Referate. Ich möchte auf das Bildungswesen zu sprechen kommen, das Ihnen ja wohl ein besonderes Anliegen ist. Warum handelt die Politik nicht? In Deutschland haben wir ja nun obendrein auch noch den problematischen, gerade bei der Vorschulbildung, Grundschulbildung, Hauptschulbildung und so weiter, allgemeinen Schulbildung, Föderalismus. Warum schauen unsere Politiker weg? Die Realität ist, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, lebe jetzt hier in Wien, dass wir dort, ich weiß nicht, Dutzende Gemeinden, vielleicht sind es sogar über 100 haben, die pleite sind, die überhaupt kein Geld mehr haben, die gar nicht wissen, wie sie solche Bildungsmaßnahmen bezahlen müssen. Und prekäre Arbeitsverhältnisse sind im Bildungsbereich an der Tagesordnung. Ob es um Kindergärtner geht, ob es um Lehrer geht. Immer mehr Lehrer haben keine festen Arbeitsverhältnisse und keine Ganztagstätigkeiten mehr. Warum reagiert die Politik nicht? Nimmt sie das nicht wahr? Sieht sie das nicht? Okay. Wenn das eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, um mehr Gleichheit zu schaffen. Eine Wortmeldung würde ich jetzt noch nehmen und dann kriegen die 3 am Podium. Bitte schön. Offensichtlich sind wir jetzt. Es sind ja eigentlich auch schon die Lösungen da, das wissen Sie wahrscheinlich genau, Herr Professor Fratscher. Es gibt Modellversuche, wie man Benachteiligte reinholt ins Bildungsbesuch. Es gibt Lösungen, sie werden aber nicht umgesetzt. Und insofern haben Sie eine klasse Analyse gemacht, aber ich habe das Gefühl, es hilft auch nicht weiter. Okay, ich gebe jetzt zuerst dem Herrn Fratscher und dann den beiden Diskutanten das Wort. Eine Frage muss ich mir jetzt einfach insbesondere an den Willi Altzinger richten. Kannst du vielleicht in deiner Wortmeldung auch etwas dazu sagen,
wie man vor allem die von dir aufgezeigte Konzentration der Gewinne und des Vermögens daher in diesem ganz, ganz obersten 1%, nämlich weltweit, in den Griff bekommen kann. Denn selbst wenn wir eine einheitliche Steuerpolitik, sagen wir mal, in der EU hätten, die wir eh nie haben werden, frage ich mich, wie man dorthin kommt. So, aber jetzt bitte. Dankeschön für die Fragen und vielleicht fange ich mit den drei Fragen zur Bildung an. Vielleicht die erste Frage, wenn es diese Lösung gibt, wieso wird nicht mehr gemacht? Das geht auch auf Ihre Frage mit dem Föderalismus zurück. Meine Realisierung ist, und es ist, ja, ich versuche mal optimistisch und positiv zu bleiben, aber so ein bisschen die frustrierende Erkenntnis ist, ich habe über diese Themen mit vielen Menschen der Politik gesprochen, von allen Parteien, allen Couleurs, und alle sagen Ihnen, ja, verstehen wir, absolut richtig, PISA-Tests, wir haben diese Probleme, das wissen wir nicht erst seit jetzt, sondern schon seit langem, wir müssten mehr tun. Letztlich liegt es daran, dass Sie für bildungsoffensive Bildungsinvestitionen als Politiker sehr wenig Stimmen bekommen. Ja, wenn Sie heute richtig Geld in die Bildung investieren, wann sehen Sie die Resultate? Die werden Sie ja nicht in 1 oder 2 Jahren sehen. Die sehen Sie in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren. Wir sehen heute in den letzten 20 Jahren haben wir die Rendite aus dieser riesigen Bildungsinitiative in Deutschland 60er, 70er Jahren gesehen, wo viele Menschen, viele Unis gebaut wurden, viele Menschen wirklich eine Bildungsexpansion gab und hatten. Also die politischen Anreize sind, und wir kommen jetzt in Deutschland in einen Wahlkampf, nächstes Jahr September wahrscheinlich sind die Bundestagswahlen, im Mai in Nordrhein-Westfalen. Die Politik denkt, wie können wir kurzfristig Stimmen gewinnen? Und der deutsche Staat hat riesige Überschüsse, wahrscheinlich von knapp 27 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das sind 0,9% der Wirtschaftsleistung. Und was macht er? Für mich eigentlich völlig offensichtlich, dass er sagt, wir machen eine riesige Investitionsoffensive in Bildung, in Innovation, in Infrastruktur, inklusive digitale Infrastruktur. Was macht er? Er sagt, nee, wir kaufen uns die Stimmen. Wir machen eine Steuersenkung. Jeder hat seine andere Klientel, die er bedienen will. Der eine will den Spitzensteuersatz, wann er greift, anheben, sodass die oben entlastet werden, andere eher in der Mitte oder ein bisschen am unteren Ende. Aber kaum einer redet wirklich konkret über Bildungsinitiative, Investitionen. Es liegt, wie Sie zu Recht sagen, auch am Föderalismus. Die Länder sagen, wir haben nicht genug Geld, gibt dem Bund die Schuld. Der Bund sagt, wir würden ja gerne, aber es gibt das Kooperationsverbot in Deutschland. Ist es die Bildung ist eine Länderkompetenz, wo der nach Grundgesetz der Bund sich nicht einmischen darf. Und jeder schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu, sagt, der ist schuld daran. Wie Sie zu Recht sagen, 40% der Kommunen, gerade in Nordrhein-Westfalen, haben nicht genug Geld, das zu tätigen. Also da liegt die Problematik jetzt zu Ihrem Punkt, private versus öffentliche Schulen. Als Ökonom glaube ich an Wettbewerb. Ich möchte nicht das System, ich habe sehr vom privaten Bildungssystem semi-privat in USA und auch in Großbritannien profitiert, kenne also die Stärken, aber gleichzeitig würde ich mir nicht ein Bildungssystem in Deutschland oder Österreich wünschen, das so wie in diesen Ländern ist, wo wirklich die guten Bildungsangebote privat sind und die schlechteren öffentlich sind. Gerade wenn es um Chancengleichheit geht, glaube ich, muss die öffentliche Hand eine wichtige, dominante Rolle spielen. Aber gleichzeitig sehe ich eine Rolle für private Bildungseinrichtungen, einfach um Wettbewerb zu schaffen, um Druck zu schaffen auf öffentliche Einrichtungen, zu sagen, nur weil ihr staatlich seid, heißt es nicht, dass ihr euch nicht auch anstrengen müsst, ein gutes Bildungsangebot, fortschrittlich zu sein, die Gelder vor sich zu nutzen. Also ich glaube an diesen Wettbewerb. Und der letzte Punkt zu der Frage Schweden, primär Transparenz, finde ich faszinierendes Beispiel. Das ist also ein bisschen meine Sorge, meine Bauchschmerzen sind, dass sowas auch leicht eine Neiddebatte hervorrufen kann. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, was wir auch in Deutschland sehen. Das meinte ich auch, Sie hatten das schöne Zitat, kümmern wir uns wirklich um die oberen 1% oder die unteren 40%. Und mir geht es auch in der Diskussion um Vermögenssteuern und so weiter, die ökonomisch durchaus Sinn machen können, aber da geht es mir zu häufig um diese Neiddebatte. Wir müssen den oben etwas wegnehmen, damit unten etwas ankommt. Aber nur weil oben etwas besteuert wird, kommt es eben nicht automatisch unten an. Also ich will jetzt gar nicht gegen Vermögensteuern sprechen oder ich habe ja gesagt, Vermögen sollte tendenziell mehr besteuert werden, aber wirklich zu sagen, wo liegt das Problem? Transparenz ist ein Schritt, aber das reicht meiner Ansicht nach nicht aus, um wirklich zielgenau umzuverteilen. Danke. Wobei das
von Altzinger angeschnittene Problem der Kapitalgesellschaften doch durch die schwedische Transparenz nicht gelöst wird. Das muss man schon sagen. Frau Merwa, wollen Sie als nächstes? Okay. Ja, ich fange ganz kurz nur mit den Vorschulen noch einmal an, weil, und versuche dann noch ein bisschen weiterzukommen. Wir haben bei uns am Institut eine Untersuchung gemacht, wo wir Bildungsabschluss der Eltern und Bildungsabschluss der Kinder aufgeführt haben. Und da zeigt sich nur, da zeigt sich nur Folgendes: Wenn die Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Kinder, Akademikerabschluss zu erhalten, zu machen, also das ist sozusagen eine Ex-Post-Untersuchung, 6%, wenn die Eltern bereits einen akademischen Abschluss haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch akademischen Abschluss erreichen, 53%. Und zwar ist das sozusagen, hat sich nicht verändert, dieses Verhältnis, die letzten 40 Jahre. Das heißt sozusagen, es ist eine extrem starke Abhängigkeit einfach von der familiären Herkunft. Das ist eins zu eins das, was Sie sagen für Deutschland. Der Punkt ist, und das gefällt mir einfach bei Lena und Paul so gut, das fängt nicht erst an mit der Schulausbildung, sondern das fängt, wenn Sie so wollen, im Mutterbauch an. Was für eine gesundheitliche Versorgung haben diese Personen? Und das ist noch eine unterschiedliche einfach, auch wenn wir ein Gesundheitssystem haben. Wir haben natürlich nicht ein Gesundheitssystem. Das heißt sozusagen, die Differenzierung fängt ganz, 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 ganz früh an. Und dort kann der Staat prinzipiell mit keinem wahnsinnig großen Aufwand sehr, 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 sehr viel machen. Weil sozusagen ein weiteres Vorschuljahr, verpflichtendes Kindergartenjahr heißt das in Österreich, zu machen, ist ein Ausgaben von einigen 100 Millionen. Ja? Also es ist sozusagen natürlich viel, aber im Verhältnis zu dem, was nachher sozusagen in 20 Jahren sich dadurch für eine Verbesserung ergibt, ist es wahnsinnig viel. Und da bin ich völlig bei Ihnen sozusagen, dass die Politiker zu wenig auf das schauen, was in 20 Jahren sozusagen der Fall sein wird, weil da werden sie nicht wieder gewählt. Und das ist zumindest ein Punkt. Der andere ist schon, dass sozusagen das erst in den letzten 10 Jahren intensiv diskutiert wurde. Auf die Frage Globalisierung noch einmal zurückzukommen, ich habe nicht im geringsten irgendwelche Ambitionen, Handelseinschränkungen oder etwas zu machen. Ich glaube schon, es gibt sozusagen nicht irgendwie einen freien Warenverkehr, sondern es gibt tausende von nicht-tarifären Handelshemmnissen, die dem einen oder dem anderen nutzen, und diese sollten wir aber objektiv diskutieren. Also es ist sozusagen, auch wenn am Tisch irgendwo Freihandel steht, was jetzt mit TTIP oder was das immer verhandelt ist, da gibt es wahnsinnig viel Gewinner und Verlierer. Das muss man sozusagen ordentlich diskutieren und schauen, wo fallen Gewinner, Verlierer an. Und wenn es so wäre, dass sozusagen die Wachstumsgewinne durch die Globalisierung gerecht, was immer gerecht ist, verteilt werden würden, dann hätten wir nicht die politischen Probleme, die wir heute haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so wie die Europäische Union derzeit dasteht, aber nicht nur die Europäische Union, sondern die Globalisierung findet ja überall statt, bin ich politisch höchst, höchst besorgt, was auf uns zukommen wird in den nächsten 10 Jahren. Weil wir sehen ja, dass sozusagen nicht die wahren Probleme diskutiert werden, sondern es werden irgendwelche, man als politischer Mensch hängt man sich an irgendwelchen Sachen auf, wo man dann sozusagen möglicherweise Sündenböcke oder was immer sucht, aber nicht sozusagen die wahren Probleme. Und zurückkommend auf dem Christoph Badl seine Frage, selbstverständlich ist es unendlich schwierig, Maßnahmen dort zu finden und zu setzen. Ich sage, das Ganze ist ein Gefangenendilemma. Und wie kann man ein Gefangenendilemma lösen? Indem man erstens einmal die Information auf den Tisch legt, die allen Vertragspartnern zugänglich macht. Das beginnt bei der Vermögensverteilung, das beginnt selbstverständlich bei den ganzen Erträgen, die mit Vermögen und auch Arbeit erzielt werden. Dort gehört eine Transparenz hinein und dann sozusagen kann man möglicherweise sinnvolle Maßnahmen, wirtschaftspolitische Maßnahmen treffen. Und dann bin ich von mir aus, wenn Sie wollen, bei der Digitalisierung. Heutzutage kann ein jeder, also nicht ein jeder, aber Google weiß mehr über unser Konsumverhalten als wie wir selbst. Und das kann mir kein Mensch erzählen, dass ich sozusagen, wenn ich eine entsprechende Kontrolle vom Kapitalverkehr haben will, diese nicht auch machen könnte, wenn es politisch koordiniert ist. Und Ihr Finanzminister, der Herr Schäuble,
ist ja sozusagen jetzt in der Diskussion mit dem Steuerwettbewerb, beginnend mit Brexit, steht er total auf der Bremse, völlig zu Recht, weil er weiß, was in was für ein Schlamassel das führt. Ja? Und Globalisierung noch, letztes Wort, spreche ich natürlich von der deutschen Perspektive mit einem Leistungsbilanzüberschuss von 8%, mir leichter, als wie, wenn ich den nicht haben würde. Und wir sind in der Europäischen Union, haben wir nur 20% Außenhandel, das heißt sozusagen, dieses Überschuss muss von anderen Ländern mittels Leistungsbilanzdefizit abgedeckt werden. Dann müsste man eine neue Diskussion beginnen, aber die Situation ist nicht sozusagen, dass alle durch die Globalisierung auf der Gewinnerseite stehen. Besten Dank. Danke. Ich führe eine interessante Nebendiskussion zwischen dem Herrn Fratscher und seinen Begleiterinnen, ob er jetzt schon gehen muss oder nicht. Aber er hat mir noch 5 Minuten gegeben. Frau Meyerhuber, wollen Sie noch was sagen jetzt oder soll ich noch? Ja, ganz kurz nochmal zurückzukommen auf die Erwerbseinkommen. Ich glaube schon, dass der Blick in den Norden uns zeigt, dass dort die Arbeitsbewertung eine andere ist wie unser traditioneller Zugang. Was verdienen wir? Verdienen wir das, was wir verdienen, ist ganz stark geprägt von diesem Produktivitätsbegriff, der uns in der Sachgüterindustrie der vorhanden ist, aber nicht im Dienstleistungsbereich. Und die Schweden, was die geschafft haben, ist quasi von diesem Konzept wegzugehen und eine neue Arbeitsbewertung zu machen. Und ich denke, es ist ja implizit auch der Fall, im Bereich der neuen Selbstständigen gibt es eine andere Arbeitsbewertung von der anderen Seite. Da ist quasi dass die Arbeit eine Stunde wenig bis gar nichts mehr wert. Und ich denke, hier ist eine Diskussion auch zu führen, die zu mehr Gerechtigkeit führt. Einerseits bei den Unselbstständigen und andererseits bei den Selbstständigen. Ein großes Problem in Österreich, dass die zwar sozialrechtlich abgesichert sind, aber keine Mindesteinkommen haben. Und das ist quasi nochmal eine Unterwanderung des von mir kritisierten Arbeitsbegriffes und Bewertungsbegriffes. Aber diese Diskussion ist zu führen. Herr Fratscher, wollen Sie jetzt noch kurz Stellung nehmen oder schon mal noch eine Frage nehmen? Bitte? Öffnen Sie gerne. Gut, hat es mir gerade erlaubt. Also ich muss ihm schon. Ein oder zwei Fragen noch. Zum ersten. Das ist nicht der Fall. Vielleicht darf ich. Doch. Jemand? Bitte schön. Okay. Ich möchte kurz einwenden. Also von einer Neiddebatte gibt es in Schweden eigentlich keine Spur. Und ich glaube, ein beitragender Faktor ist, dass es überhaupt so viel Transparenz gibt, dass niemand Zeit hat, sich auf irgendein Problem zu stürzen. Und es gibt dort eine sehr lebhafte blaue Presse zum Beispiel und die fachen gar nichts in die Richtung an. Also da hätte ich nicht Ihre Sorge. Darf ich noch eine Frage von mir stellen, weil, wie gesagt, dann kann ich wenigstens noch eine anschneiden. Sie haben sehr richtig gesagt, dass eigentlich der Ökonom, wobei das auch ein ganz spezifischer Ökonomenbegriff ist, nicht sagen soll, welche Verteilung gut oder schlecht ist. Dennoch meine ich, dass man natürlich auch, wenn man wirtschaftspolitische Maßnahmen vorschlägt, schon ein Bild haben muss, also abgesehen davon, dass man die Ungleichheit reduzieren will, wie stark eigentlich Ungleichheit zumindest noch ökonomisch funktionell ist, um mich jetzt in diese wissenschaftstheoretische Position hineinzubegeben, die Sie da dargelegt haben. Vielleicht könnten Sie da zum Abschluss noch was sagen und dann lassen wir Sie einfach gehen. Ne? Bitte schön, hier ist das. Dankeschön. Vielleicht zu dem Punkt dann noch einen anderen Punkt anzuschließen. Also ich glaube, die skandinavischen Länder sind, wenn ich wirklich Deutschland irgendwo mit einem Land vergleichen würde oder vielleicht auch Österreich, dann würde ich sagen, wir können eine ganze Menge von den skandinavischen Ländern lernen, was Chancengleichheit betrifft, was soziale Mobilität betrifft, was soziale Absicherung betrifft, im Bereich Gender, also auch eine ganze Menge. Es gibt dort natürlich auch relativ hohe Steuern. Ich glaube auch Einkommensteuer in Schweden, ich weiß nicht, wo der Spitzensteuersatz ist, aber ich glaube, ich noch mal ein Stück höher als das, was in Deutschland und Österreich der Fall ist. Also Sie mögen recht haben, aber das ist so, wo, glaube ich, wo Deutschland und Österreich hinzielen sollten. Denn wir sehen, der Wohlstand in diesen Ländern ist relativ hoch, das Pro-Kopf-Einkommen ist höher, also es ist ein Erfolgsmodell. Optimale Ungleichheit, ich glaube, das also optimal in dem Sinne, welches Maß an Ungleichheit ist ideal, um ein maximales an Wachstum, an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu schaffen.
ist schwierig zu sagen. Zum einen, das Einzige, was wir sagen können, das ist eine der Kernthesen, ist, die Ungleichheit, die wir im Augenblick in Deutschland haben, ist zu hoch und ist wirtschaftlich schädlich. Wie viel wir sie reduzieren müssen, meine Antwort ist darauf ist, wie ich auch sagte, es hängt davon ab, wodurch die Ungleichheit reduziert wird. Wenn es gelingt, wenn es rein über staatliche Transferleistungen gelingt, dann wird es die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht unbedingt verbessern. Wenn es über mehr Chancengleichheit gelingt, also über Primäreinkommen, so wie Sie es nennen, also über Markteinkommen, dass Menschen ihre Talente, Fähigkeiten besser entwickeln können, sich damit besser einbringen können und dadurch sinkt die Ungleichheit, dann ist es sicherlich wünschenswert. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die Frage, wir Ökonomen reden ja immer nur über diese monetären Dinge, Wachstum und Geld und Einkommen. Was ist mit Glück, mit Lebenszufriedenheit? Und auch da gibt es natürlich Angus Deaton und andere Forschung, die sagen, eine gleichere Gesellschaft, wo Menschen vergleichen sich ja, die schauen ja dem Nachbarn an und sagen, wenn ich dieses Jahr 10% Einkommenssteigerung habe, mein Nachbar hat aber das Doppelte bekommen, dann fühle ich mich weniger gut, als wenn ich 10% Einkommenssteigerung oder 5% Einkommenssteigerung habe, mein Nachbar aber 10% weniger hat. Also dieses Vergleichbare, das ist das unglaublich schwer Fassbare. Also mein Punkt hier ist, unsere ökonomische Perspektive ist zugegebenermaßen relativ eng. Es gibt viele andere Dinge, Lebenszufriedenheit, was Glück beeinflusst, nicht nur Einkommen und Vermögen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt nochmal, um auf Herrn Altzinger zurückzukommen, auf die Fragen der Bildung ist. Ich glaube, eine ganz zentrale Frage, die wir uns auch in diesem Zusammenhang stellen müssen, ist, welchen Anspruch haben wir als Gesellschaft, welche Rolle sehen wir für den Staat? Und gerade in der frühkindlichen Bildung hören Sie in Deutschland immer wieder, das ist die Verantwortung der Familie. Ja, wir wollen da nicht eingreifen als Staat und ein Kind zwingen, in eine Kita oder Anreize setzen, in eine Kita zu gehen. Ich glaube, in Österreich haben sie Schulpflicht oder Vorschulpflicht ab 5. Lebensjahr. Wenn ich, glaube ich, recht mich erinnere, war die Diskussion, ob man es nicht schon ab 4. Lebensjahr machen soll. Also das ist eine ganz zentrale Frage, die, wenn man jetzt mal so einen Schritt zurückgeht von dieser Thematik, für mich ganz wichtig dahinter liegt. Was ist unser Anspruch als Gesellschaft bei Verteilungsfragen, bei Ungleichheit? Welche Rolle hat der Staat? Also Thema Freiheit, wie viel will der Staat wirklich sich involvieren? Wo überlässt er den oder wo setzt er die Menschen in die Lage, Entscheidungen für sich selber zu treffen? Wir haben wenig über das Thema Freiheit gesprochen. Isa Berlin habe ich im Buch zitiert, auch an anderer Stelle. Ich glaube, viel geht dieses Thema Ungleichheit, Chancengleichheit, geht auch wieder auf dieses Thema Freiheit zurück. Also wenn Menschen selbst entscheiden können, ihr Leben selbst gestalten können, ist das nicht nur wirtschaftlich gut, sondern ist, glaube ich, auch extrem wichtig für eine Gesellschaft, fürs Funktionieren einer Gesellschaft und einer Demokratie. Und wenn man sich die Entwicklung in Europa, in den USA im Augenblick anguckt, dann sieht man, dass dieses Thema Ungleichheit viel weiter über diese ökonomische Dimension hinausgeht. Herr Fratscher, ich bedanke mich. Noch einen Schlussapplaus.